Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Westertalk, wie immer live, aber heute nicht aus dem WDR-Studio in Köln, sondern aus dem Kölner Schauspielhaus. Warum hier? Weil der WDR und das Kölner Schauspielhaus zusammen eine gemeinsame Inszenierung, ein ganz besonderes Projektplan, dazu später etwas mehr. Gefangen im Netz, wie frei ist der digitale Mensch, ist das Thema unserer Sendung heute Morgen. Nach einer aktuellen Studie greifen wir bis zu 214 Mal pro Tag zu unserem Smartphone. Sei es, um die Mails zu checken, sei es, um zu gucken, ob jemand was auf Facebook postet, selber eine SMS zu schreiben, im Internet zu surfen oder um das Wetter nachzuschauen oder einfach nur die Uhrzeit. Immer mit dabei kommerzielle Unternehmen, die unsere Daten abspeichern oder Geheimdienste. Und wir? Interessiert es uns eigentlich? Ändern wir unser digitales Verhalten? Haben wir überhaupt die Chance, unsere Kontrolle über die Daten zurückzubekommen? Darüber will ich sprechen mit meinen Gästen heute Morgen. Für die Theaterregisseurin Angela Richter sind Assange, Edward Snowden und Co. die neue Avantgarde, die eine gesellschaftliche Veränderung zum Besseren anstoßen könnten. Auch ihn könnte man als digitalen Dissidenten bezeichnen. Markus Beckedahl ist nicht nur Netzaktivist, er hat sich auch schon mal als Whistleblower unbeliebt gemacht. Guten Morgen trotzdem. Wie leicht jeder von uns ins Visier des Verfassungsschutzes kommen kann, das hat der Religionswissenschaftler Michael Blume am eigenen Leib erfahren. Seine Geschichte gleich hier. Der Ökonom Hannes Grasegger bezweifelt, dass sich Geheimdienste wirklich für uns Otto-Normalverbraucher interessieren. Aber er sagt, wir könnten unsere Daten Amazon, Facebook und Google doch verkaufen. Ein interessantes Geschäftsmodell, über das wir sprechen müssen. Herzlich willkommen und auch Ihnen. Die digitale Revolution frisst ihre Kinder. Der Arzt und Psychotherapeut Berthe Wild behandelt Internet- und Computerspielabhängige. Ihnen hier und zu Hause und in der Runde ein herzliches Willkommen. Und ich habe es eben schon beobachtet, deswegen meine erste Frage in die Runde. Wer hat heute Morgen schon seine Mails gecheckt? Herr Beckedahl, Herr Grasegger noch nicht, aber gepostet schon irgendwas? Auch nicht, abstinent geblieben. Angela Richter? Ich war nur auf Twitter. Nur auf Twitter, okay. Herr Blume? Volle Programm. Das volle Programm. Bis zum Blog. Wie viele, sagen wir mal, wie viele Geräte haben Sie denn heute schon eingeschaltet? Heute nur zwei. Nur zwei. Und Herr de Wild? Ich bekenne auch zwei. Zwei. Herr Beckedahl, Sie organisieren doch einen der größten europaweit Kongresse demnächst. Übernächste Woche startet die Republika. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht heute schon wie wild am Laptop gearbeitet haben. Ich habe eben einen Artikel auf netzpolitik.org geschrieben über okay. Die aktuellen Ereignisse rund ums Kanzleramt und den BND. Schau an. Und sagen Sie, gibt es irgendjemand von Ihnen, der seinen Tag offline startet? Also erstmal sagt nicht? Ja. Ja? Ja, weil es gesünder ist, erstmal offline zu starten. Ja. Also die erste Stunde sehe ich zu, dass ich keine Mail schaue, keine SMS und so weiter. Okay. Sagen Sie mal, nervt Sie das auch, wenn jemand so beim Gespräch die ganze Zeit so auf dem Smartphone rumdaddelt? Oder ist das schon normal geworden? Nervt mich nicht. Also nicht? Ich habe auch nichts dagegen, morgens Mails zu checken oder übers Internet Medien zu konsumieren, weil früher haben meine Eltern auch Zeitung gelesen am Frühstückstisch. Ja, stimmt. Aber da fand man das ja auch immer total uncharmant, wenn Leute irgendwie so am Frühstückstisch gesessen haben. Frau Richter und Herr Beckedahl, mal zur Abwechslung. Sagen Sie, ist Ihnen bewusst, dass das eine Ordnungswanze ist? Behandeln Sie Ihr iPhone so oder Ihr Smartphone? Ja, mir ist bewusst, dass eigentlich überall, wo ich bin mit meinem Handy und das Handy nimmt Kontakt auf zum Internet, um mal Mail zu checken oder sonst was zu machen, irgendwo dieser Standort gemerkt wird. Das ist auch eine Debatte rund um die Vorratsdatenspeicherung geht. Das wird das jetzt zum Thema, dass diese Daten zukünftig halt vier Wochen lang gespeichert werden sollen. Und darüber kann man ein Bewegungsprofil erstellen. Frau Richter, für Sie ist das ein Thema oder machen Sie dann irgendwas oder sagen Sie, ja, ich weiß das jetzt, aber ich kann ja eh nichts dran ändern? Also da ich es ja weiß, kann ich mich ja entscheiden, ob ich drauf eingehe oder nicht. Also ich habe auch so eine kleine Tasche, die ist quasi so eine Art Mini-Kühlschrank. Da kann ich das reintun, wenn ich nicht verfolgt werden will. Und dann fühle ich mich frei. Ja. Aber manchmal ist es mir auch egal. Aber ich finde es halt wichtig, dass man es weiß, also dass es einem bewusst ist, dass das stattfindet. Aber wenn Sie das Ding in den Mini-Kühlschrank stecken, dann sind Sie natürlich auch nicht mehr erreichbar. Ja, ja, das macht aber nichts, das kontrolliere ich ja. Also dann doch wieder rausziehen, nachgucken. Ja, es gibt ja Situationen, wo man auch nicht erreichbar sein will, ab und zu. Ich wollte das ansprechen, auch was Herr Becke da, was Sie schon gerade gesagt haben, dass die Große Koalition ja die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen möchte. Können darüber
Verbrechen verhindert werden, Ihrer Meinung nach? Also zwischen 2008 und 2010 hatten wir die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Mhm. Damals zeigte die Aufklärungsstatistik keinerlei Veränderungen an. Ja. Es gibt verschiedene Studien, die das in dem Zeitraum untersucht haben. Die kommen zu dem Ergebnis, na, ob wir jetzt Vorratsdatenspeicherung haben, ja oder nein, führt zu keinem unterschiedlichen Ergebnis. Aber wenn wir Vorratsdatenspeicherung haben, sind wir alle verdächtig, stehen wir alle unter Generalverdacht und werden unsere Daten ja irgendwo gespeichert und darauf zugegriffen. Ja. Was mir dabei nicht klar war, wenn wir davon sprechen, ist es denn so, dass überprüft wird sozusagen, welche Gespräche das Telefon führt, oder wird überprüft, in welche, wie heißt das immer, Funkzelle sich das Telefon einloggt? Beides. Also es gibt auf der einen Seite die Verbindungsdaten, mit wem habe ich wann telefoniert, und es gibt auf der anderen Seite die Funkzellen oder die Standortdaten, wann hat sich mein Handy wo eingeloggt. Und da geht es nicht nur darum, wann hat mein Handy wo telefoniert, sondern wenn Sie ein Smartphone haben, das telefoniert ja ständig nach Hause, um zu gucken, gibt es bei Facebook neue Nachrichten, ist eine neue E-Mail angekommen. Das heißt, bis zu alle 1-2 Minuten wird Ihr Standort irgendwo hingeschickt und der wird dann gespeichert. Alle 2 Minuten heißt wie oft pro Tag? Naja, das müssen wir jetzt hochrechnen. 1200 Mal. Nein, alle 2 Minuten. Ja gut, 24, ich sag's mal so, 700 vielleicht. Ja. Das heißt aber 700 Mal wird das Raster ist so fein, dass 700 Mal pro Tag geguckt wird, wo wir sind. Beängstigt Sie das? Bedingt. Also mich beängstigt so manches an dieser ganzen Geschichte, aber ja, das natürlich auch, klar. Also. Warum ist die Empörung darüber ausgeblieben? Was denken Sie? Also ich glaube, Angst ist ja so ein typisch deutsches Ding, dass wir dann immer denken, oh Gott, jetzt wird alles ganz furchtbar. Ich glaube, wir müssen doch sagen, die meisten Menschen nutzen das Internet und sie nutzen es auch gerne. Ich habe persönlich nicht Angst vor Datenmengen, sondern ich würde sagen, wir müssen darauf aufpassen, wer greift drauf zu und was machen die Leute damit? An sich sozusagen wird das immer engmaschiger. Und es ist unser Job, jetzt nicht Panik zu haben, sondern darüber nachzudenken, wie können wir aufpassen, dass das nicht missbraucht wird. Zurückdrehen lässt sich die Entwicklung nicht mehr. Und die meisten Menschen wollen das auch gar nicht. Ja, ich finde auch diese Angst- und Verhinderungsdebatte, die daraus entsteht, so was müssen wir alles ablehnen, was müssen wir auslassen, die langweilt mich auch einfach furchtbar. Also mir schläft das Gesicht ein, wenn ich schon wieder über Überwachung höre. Weil ich finde auch grundsätzlich, diese ganzen Geheimdienste, über die wir diskutieren, das sind ja eigentlich die ganz großen Versager in dem Spiel. Das sind ja die, deren Informationen geleakt sind durch Leute wie Assange und so weiter. Vor denen habe ich überhaupt keine Sorgen sozusagen. Die sind schwache Spieler. Stark sind die, wo irgendwo was geleakt ist. Und zwar im Silicon Valley. Also wir haben noch nie jemanden gehabt, der wirklich ausgepackt hat, was bei Google wirklich läuft. Mhm. Und das waren die Daten, an die die Geheimdienste versucht haben ranzukommen. Ja. Also ich halte das schon für ein bisschen naiv zu glauben, dass halt NSA und Co. hier die großen Verlierer wären, nur weil es Leute wie Edward Snowden gab, die mit sehr großer Zivilcourage dort Informationen rausgeholt haben, um quasi der Öffentlichkeit zu belegen, dass wir weitgehend unkontrollierte Geheimdienste mit einem riesigen Budget haben, die einfach mal alles überwachen, was geht. Und im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit im Netz schaffen. Die versuchen doch nur an Daten ranzukommen, die die Firmen schon längst haben. Das ist ja doch das größte Problem, dass wir auf der einen Seite unkontrollierte Geheimdienste haben, auf der anderen Seite riesige Datenkonzerne. Und die zusammen in einer Verbindung, wie zum Beispiel in den USA, wo Geheimgerichte und Geheimgesetze den Geheimdiensten erlauben, auf diese riesigen Datenberge bei den privaten Unternehmen zuzugreifen. Diese Kombination ist das Gefährliche. Geheimgerichte und so weiter, da gibt es immer noch eine Form von staatlicher Kontrolle, aber in Unternehmen, Unternehmen können wir überhaupt nicht mehr reingucken. Unternehmen, trotzdem, da ist die Frage bezieht sich ja genauso auch auf die Unternehmen. Also ich bin mir ja durchaus darüber im Klaren, wenn ich irgendwo online was bestelle, dass mein Konsumerprofil angelegt wird. Trotzdem, wenn ich das so vergleiche mit den Diskussionen, die wir damals hatten in den 70er Jahren über Volkszählung, ist es deswegen, weil es so immateriell ist, so unsichtbar, so wenig fassbar, dass sich niemand damit dass sich niemand daran stört? Ich meine, Volkszählung, da hatten wir
offensichtlich das Problem, ich war jung, ich kannte das, kenne das auch nur aus den Medien. Sie waren noch nicht mal geboren. Ja, wir hatten die RAF, wir hatten die Rasterfahndung. Wir hatten bei sehr vielen jungen Menschen die ganze Zeit Razzien anscheinend in den WGs. Das heißt, die hatten Bedrohungspotenzial, das haben die gespürt, das haben die gesehen. Und auf einmal fing der Staat an und wollte mehr Daten haben. Das heißt, sie haben alle befürchtet, dass sie noch mehr in den Raster reinfallen. Ja. Jetzt haben wir so eine globale, unsichtbare Überwachung, wo an den Knotenpunkten einfach mal überall unsere Daten gerastert werden und wo die einzige Frage noch ist, wird das für immer gespeichert und gegen uns verwendet? Mhm. Weil wir sehen nicht die sofortige Bedrohung für unser Leben. Also ja, und jetzt muss ich aber auch mal was sagen, also so harmlos wie das wirkt, ist das auch nicht, weil man muss sich ja nur einmal vorstellen, selbst in Europa ein Beispiel, in Frankreich sind die Rechten auf dem Vormarsch, Marine Le Pen, der sogenannte Camembert-Faschismus. Also wenn das jetzt tatsächlich irgendwann so ist, dass die Teil der Regierung werden, ja, dann haben die auch all diese Möglichkeiten. Also das gesamte Instrumentarium ist dann in Händen von Leuten, denen ich halt überhaupt nicht traue. Und das muss man ja auch mal sehen. Und es ist nicht so paranoid, das zu denken. Ne? Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist einfach so, dass uns dieser ganze deutsche Angstdiskurs, der war jetzt eine Weile lang notwendig. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir einen Schritt weiter? Wie schaffen wir da Möglichkeiten? Wir haben was verstanden. Ich gebe Ihnen recht, da gibt es Gefahren. Aber ich habe in meinem Buch kurz beschrieben, kleines Gedankenspiel für den nächsten James-Bond-Film. Dr. No kauft sich Facebook. Und sowas geht in Wirklichkeit viel leichter. Ich kann mich in Unternehmen, die gewaltige Datenmengen haben, viel mehr als sozusagen staatliche Dienste, ja, aber das ganz einfach einkaufen. Wir kommen da gleich noch drauf zurück. Was mich interessiert ist, wenn Sie schon kommerzielle Unternehmen ansprechen, Herr Tewild, Kinder. Also die Frage ist, wie weit wird man konditioniert darauf, kontrolliert zu werden? Das kann man freiwillig machen als Erwachsener in gewisser Weise. Bei Kindern, wenn ich jetzt lese, es gibt eine Barbie-Puppe, die über WLAN verbunden ist, Mikrofone hat und die sozusagen Gespräche auf dem Kinderzimmer aufzeichnen soll. Mhm. Was macht das mit Kindern? Also vielleicht die Überleitung nochmal von Ihrer Frage. Ich denke, dass wir, dass die Bundestagswahl, die letzte, überhaupt nicht beeinflusst war von dieser Diskussion. Das hat mir Angst gemacht. Ich glaube, weil wir längst uns so abhängig gemacht haben von den digitalen Technologien, dass wir es gar nicht merken, was es auch an Schaden anrichtet. Ja. Und die digitalen Technologien kommen ja uns entgegen, indem sie unsere Bedürfnisse befriedigen. Und natürlich sagen wir dann, wir wollen das. Aber die Nutzer wollen das. Aber das ist ja gerade der perfide Mechanismus, dass quasi das die digitalen Technologien und die Firmen, die dahinter stehen, zum Teil auch Diktaturen, wissen, was wir wollen, uns genau das geben, bevor wir es im Grunde schon bewusst haben, ja, und damit in eine Abhängigkeit bringen können. Mhm. Und das funktioniert im Moment in den Kinderzimmern vor allen Dingen auf eine, ja, wenn man so will, eine kapitalistische Art und Weise, in dem eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung herrscht und dass wir an der Stelle überhaupt keinen Schutz haben für Kinder. Das finde ich besonders bedenklich. Aus meiner medizinischen Perspektive muss man ganz klar sagen, ist halt die Frage, ob wir da nicht eine Herrschaft von digitalen Junkies uns heranziehen, ja, also Medienabhängige. Aber die Frage ist auch, ob diese Menschen, die so groß werden, quasi mit Big Brother in den Barbies, in den Stofftieren und so weiter, ob die auch eine Demokratie noch unterstützen können. Und ja. Insofern passt es schon ein bisschen zusammen. Ich bin so ein bisschen mit meinem Thema vielleicht exotisch, aber vielleicht doch nicht so ganz. Nee, ich glaube nicht. Ich wollte Markus Becketer fragen, man könnte sich schon als Whistleblower auch bezeichnen. Es gab zwei, einmal eine Message, die Sie geleakt haben, damals bei dem Überwachungsskandal der Deutschen Bundesbahn und ein Memo aus dem Kanzleramt, das hat denen auch nicht gefallen. Fühlen Sie sich beobachtet? Also ich bin kein Whistleblower, sondern Whistleblower schicken uns Informationen. Ich arbeite als Journalist und wir veröffentlichen gerne auch Originaldokumente, die anderen nur vorliegen. Insofern haben wir natürlich das Problem, wenn wir Informationen, die Geheimdienste betreffen, veröffentlichen, dass wir damit rechnen müssen, dass wir unter irgendeiner Form von Beobachtung stehen. Damit muss man halt leider leben als Journalist. Ich würde auch gern lieber in einer richtigen Demokratie leben, wo ich halt wüsste, dass halt unsere eigenen Geheimdienste mich sicherlich nicht überwachen. Okay. Aber ein Restrisiko bleibt leider, wie wir halt lernen mit unseren Geheimdiensten. Aber wie gehen Sie damit um? Sie sagen, ich lasse meinen Laptop nirgendwo rumliegen. Ich nehme den jetzt und stelle den hier neben meinen Sessel. Ist das so ein Standard, den man sich angewöhnt? Ja, man gewöhnt sich an, vielleicht nicht überall drauf zu klicken, mal seine E-Mails zu verschlüsseln, seine Kommunikation möglichst sicher zu halten,
vielleicht auch nicht alles digital zu kommunizieren, was man eigentlich möchte, sondern eher so seine Ruheräume zu suchen ohne Digitaltechnik in der Nähe. Gibt's Dinge, die Sie nicht mailen oder elektronisch? Jede Menge. Also ich glaube, das Wichtige ist ja, Angst lähmt. Und wenn man denkt, oh, ich kann eh nichts mehr machen, dann hat Demokratie verloren. Aber wenn man sich klar macht, okay, ich kann mir sichere Räume schaffen, ich kann auch entscheiden, also beispielsweise, welche Bilder gebe ich online oder welche versende ich halt auch nicht oder welche mache ich vielleicht auch gar nicht. Das sind so im Kleinen. Und genauso, dass man sich im Größeren die Frage stellen kann, kann man einen Untersuchungsausschuss einsetzen, eine parlamentarische Kontrollkommission und so weiter. Ich glaube, das ist sozusagen das Ding, in dem Moment, wo wir uns einreden lassen, wir könnten eh nichts mehr machen, dann ist es tatsächlich vorbei. Das ist, glaube ich, die Gefahr bei dem Angstdiskurs. Wenn wir aber sagen, das Netz gehört eigentlich uns und wir lassen nicht zu, dass weder Privatunternehmen noch staatliche Geheimdienste das Ding übernehmen, dann hat das Ganze, glaube ich, auch eine Zukunft. Aber ich glaube, wir müssen verstehen lernen, dass das Internet an sich wird betrieben von privaten Unternehmen. Also sozusagen die Seiten, die wir besuchen, die Orte, an denen wir uns dort aufhalten. Es ist, als würden wir durch Malls laufen. Und wir wenden die ganze Zeit irgendwie politische Begriffe auf das Ganze an, müssen aber verstehen, dass wir uns in wirtschaftlichen Räumen bewegen. Ja, aber das ist doch verbunden. Genau, also es gibt so eine Art Krebsgeschwür aus Geheimdiensten, privaten Firmen und Teilen der Regierung. Das ist kein Krebsgeschwür. Sie benutzen Ihr iPhone und sind glücklich damit. Sie benutzen Google und so weiter. Es gibt ganz viele tolle Sachen und wir haben ein Kontrollproblem. Es sei mal dahingestellt, aber ich finde es fast ein bisschen naiv zu glauben, dass das alles so einfach nur so ein neokapitalistischer Traum ist und man muss sich darauf einstellen. Also es ist viel schlimmer. Eigentlich ist da ein Monster geschaffen worden, von dem gar nicht klar ist, wer es noch kontrolliert, weil es eine Eigendynamik hat. Also eben diese Verbindung. Und Google hatte Hintertüren, die versuchen die gerade zu schließen, weil es natürlich auch geschäftsschädigend ist, dass man international weiß, dass es nicht sicher ist. Also gibt es extrem viele Aspekte. Und die haben auch eine Technologie geschaffen, die auch Leute benutzen können jetzt, die sich einfach aneignen. Also sagen wir mal Terroristen oder ich war neulich vor einem halben Jahr, glaube ich, auf dem sogenannten Telekom Security Summit. Das war sehr interessant. Da wurde eben debattiert über die Enthüllung von Edward Snowden, aber von Unternehmerseite aus, also von dem Establishment aus. Und die waren noch viel panischer als die Aktivisten. Also es gibt 1 Million Angriffe auf die Telekom und es fehlen 1 Million Leute, die abwehren, zum Beispiel. Ich wollte auf den Fall von Michael Blume kommen, weil er so schön anschaulich ist. Herr Blume, Sie haben eigentlich, das kann man ganz gut erzählen, Sie haben Ihre Magisterarbeit geschrieben und es ging um Islam, das Thema, und Sie haben unter anderem einen Islamisten kontaktiert. Noch nicht mal kontaktiert. Es stellte sich raus, dass er so einer islamistischen Szene angehört. Und am Ende Ihrer Magisterarbeit haben Sie, glaube ich, jedem geschrieben, vielen Dank, dass du mir das Interview für meine Arbeit gegeben hast. Und das war der Anfang der Geschichte, dass Sie in das Raster des Verfassungsschutzes gekommen sind. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dann später entschieden habe, darüber zu sprechen. Weil Sie müssen sich vorstellen, ich war CDU-Stadtrat. JU-Kreisvorsitzender. Ich glaube, ich hatte nicht mal Punkte in Flensburg. Also sozusagen wirklich einer, wo man jetzt wirklich sagen würde, Bank, ich hatte eine Banklehre gemacht und danach Religionswissenschaft. Spießiger geht's nicht mehr, wollen Sie es mal so vielen sagen. Vielen Dank. Ja. Sie haben dann aber diesen Islamisten aber auch gedankt, das war ein Fehler. Aber genau deswegen, ich hatte mich im christlich-islamischen Dialog engagiert, also im Dialog zwischen Christen und Muslimen, bin selbst evangelischer Christ, meine Frau ist Muslimin, das war dann offenbar schon ein Grund, verdächtig zu sein, mit einer Muslimin verheiratet zu sein. Und dann bin ich damals in die Staatskanzlei in Baden-Württemberg eingestellt worden, um den Dialog, den zivilen Dialog mit Muslimen aufzubauen. Und das passte einigen Leuten nicht. Und dann haben die tatsächlich gesucht, was sich da verwenden lässt. In meiner Magisterarbeit, ich hatte Fragebögen rumgeschickt, es kamen dann 30 Rückmeldungen von Muslimen dazu. Einer davon gehörte zum extremen Spektrum. Das habe ich erkannt. Habe das auch in meiner Magisterarbeit so dargestellt. Habe gesagt, hier, da liegt eine extreme Meinung vor. Habe das dargestellt. Und daraus wurde dann der Vorwurf gemacht, aha, der Blume, der hat Kontakt zu Extremisten. So, wie ist das gelaufen? Also wie war die Zusammenarbeit, soweit Sie sie rekonstruieren konnten, zwischen Verfassungsschutz und türkischen Behörden zum Beispiel? Also nach dem, wie sich das dann später herausgestellt hat, hat der baden-württembergische Verfassungsschutz gewissermaßen bei den türkischen Kollegen bestellt, nach dem Motto, macht mal was, das ist der klassische Trick von Geheimdiensten. Also wenn jemand die WDR-Redaktion hier ausspähen möchte, dann wird er das wahrscheinlich nicht selber tun als deutscher Geheimdienst, sondern vielleicht die britischen oder türkischen oder anderen Kollegen fragen und auf die Art und Weise die örtlichen Kontrollen umgehen. Der türkische Kollege gab das dann an die baden-württembergischen Kollegen weiter und die
gaben es an eine Zeitung, an einen Journalisten. Bekannt dafür, dass er sehr religionskritisch ist, auch ein bisschen rechts. Und der hat dann losgelegt. Ja. Seite 3 mit vollem Bild. Und Sie müssen sich vorstellen, ich war befristet eingestellt. Ja. Ich hatte nur eine Teilzeitstelle befristet. Zu Hause ein kleines Kind, war verheiratet, das war existenziell. Und das ist sozusagen auch das, wo ich mir dann später gesagt habe, das kann inzwischen jedem passieren. Und deswegen ist es auch ganz egal, ob links, rechts, Mitte oder liberal, wir müssen uns klar sein, wenn wir diese Machtmittel aus der Hand geben, dann können die gegen jeden von uns eingesetzt werden. Und manche, der jetzt vielleicht noch da sitzt und sagt, mir könnte das nicht passieren, den sage ich dann, okay, es kann auch einem CDU-Stadtrat und JU-Kreisvorsitzenden passieren. Ja. Inwieweit echot diese Geschichte heute noch nach? Ah ja, das war natürlich so, die Attacke, die ist online. Ja? Die war quasi dann in den Stuttgarter Nachrichten und dann ging die rum. Wenigstens waren andere Medien so seriös, dass sie es nicht übernommen haben, bis auf die junge Freiheit. Dann setzte sich das natürlich fort. Ich habe rechte Trolle gehabt jahrelang, bin immer wieder damit konfrontiert worden, dann auch von anderen Journalisten. Jeder konnte das finden, wenn er meinen Namen gesucht hat. Und das war auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss irgendwann wieder die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. Ich muss sozusagen sagen, was war. Denn den Freispruch und die Erklärung, die Entschuldigung, die sind natürlich nicht groß veröffentlicht worden. Ja. Die Stuttgarter Nachrichten haben sich bis heute nicht für diese damalige Geschichte entschuldigt. Und deswegen erzähle ich es weiter. Das Netz vergisst ja nichts. Nee, also, überhaupt nicht. Also Sie werden damit, und ich denke mir dann auch immer, was ist mit Leuten, die das gar nicht mitkriegen sozusagen. Das heißt, stellen Sie sich vor, ich hätte zum Beispiel einen neuen Job suchen müssen. Ich wäre ja erledigt gewesen. Die haben einen völlig unbescholtenen, damals jungen Mann, ohne irgendwas getan zu haben, ohne die Möglichkeit der Verteidigung zum Abschuss freigegeben, und zwar ein Leben lang. Es wäre ein Leben lang drin gewesen. Übrigens jetzt zum Beispiel, ich habe einen schönen Steckbrief auf Nürnberg 2.0, ja, bei den Rechtsextremen nach der Nationalen Revolution geht es mir an den Kragen, weil ich mit den Muslimen rede. Und dann muss ich sagen, inzwischen sehe ich das als Auszeichnung. Ich finde inzwischen, man kann stolz darauf sein, wenn man solche Leute verärgert. Man muss sich dem halt stellen. Gab es irgendwo einen Punkt, wo Sie jetzt retrospektiv sagen würden, da hätte ich was anders machen können? Klar. Also ich war natürlich naiv. Mein Vater war damals aus der ehemaligen DDR geflohen, war in Stasi-Haft ein Jahr und alles. Für mich war klar, der Westen, das ist das Reich der Freiheit, hier könnte so etwas niemals passieren. Okay. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass man für eine wissenschaftliche Arbeit ein eigener Geheimdienst, ein Mitarbeiter des Staatsministeriums, eines zivilen Ministeriums angreift. Ja. Und von dem her, inzwischen hat sich meine Meinung insofern geändert, dass ich sage, Demokratie ist nie fertig. Jede Generation muss neu um ihre Freiheiten und Bürgerrechte ringen und kämpfen. Wir können nie sagen, es ist erledigt. In dem Moment, wo wir uns einreden lassen, jetzt sei alles gut, können wir uns darauf einstellen, dass da eine neue Bedrohung kommt. Und Sie sagen, Sie waren zu gutgläubig. Ich war zu gutgläubig, eindeutig. Und hat sich Ihr Kommunikationsverhalten, geändert? Ja, ich habe danach hatte ich natürlich dann überlegt, um Gottes Willen, vielleicht hätte ich allen dieses Dankesmail schreiben sollen, außerdem. Ja. Oder mit wem kann man befreundet sein auf Facebook? Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was passiert ja eigentlich? Wir nehmen die Schere schon in unseren Kopf hinein. Wir beginnen uns schon selber zu zensieren und unsere Freiheiten zu beschneiden. Und dann habe ich den anderen Weg gewählt. Bin Blogger geworden, schreibe Bücher, schreibe E-Books. Das heißt, ich gehe raus. Und das ist auch, wofür ich plädieren würde. Wir sollten uns das Netz nicht wegnehmen lassen. Mhm. Wir sollten es uns aneignen. Ja. Es ist unser Ding. Und wir müssen die Geheimdienste und auch die Privatfirmen dann eben auch in ihre Schranken weisen. Ja. Das war mal die Idee von Demokratie. Ja. Und ich finde, eben genau dieser Moment, diese Aneignung, die wird immer nur diskutiert im Rahmen von einer Art politischen Kontrolle, die da eingeführt werden soll. Jetzt ist das Internet ja ein globales Phänomen, es geht auch nicht mehr weg, es breitet sich aus. Und ich denke, dass das der wichtigste Schritt ist, dass wir uns sozusagen, was Herr Blume da macht, ist, er eignet sich die Herrschaft über seine eigenen Informationen an, indem er kontrolliert, was er rausgibt, kommuniziert und so weiter. Und genau in die Richtung sollten wir mal anfangen, weiterzudenken. Also, dass diese persönlichen Daten, dass die das sind, was uns gehören sollte, was wir bestimmen sollten, wo es hinfließt, wie es funktioniert. Liebe Zuschauer, natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung in dieser Sendung wieder. Unser Gästebuch ist geöffnet unter www.west-art.de. Da können Sie in unser Gästebuch schreiben oder uns unter Facebook etwas schreiben. Sammeln Sie Punkte. Stört Sie das auch, die Vorstellung, dass Ihre Konsumdaten irgendwo gespeichert werden?
Ihre Meinung interessiert uns, schreiben Sie uns ins Gästebuch. Beim WDR sind Ihre Kommentare sicher und wir geben sie auch nicht an den Verfassungsschutz weiter. Ich wollte Markus Beckedahl fragen. Sie sind Blogger, haben wir gesagt. Sie organisieren die Republika am 5. Jetzt fängt sie wieder an. Europas größter, glaube ich, Netzkongress in Berlin. Sie sind mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Bezeichnen sich selber als Evangelisten? Auf welcher Mission sind Sie denn? Aber das habe ich früher mal gesagt, weil ich brauchte irgendwas auf der Visitenkarte und ich war damals noch sehr in Open-Source-Communities unterwegs und da hat man einfach diesen technischen Beruf Evangelist genannt, wenn man eher Kontakte zu Communities hatte und wenn man eher so quasi für Kommunikation von guten Ideen da war. Mittlerweile bezeichne ich mich als Journalist. Das ist einfacher, muss man nicht so viel erklären. Ja, okay, alles klar. Ich hätte sonst Herrn Blume fragen müssen, was er als Religionswissenschaftler dazu sagt. Aber Lobbyist sind Sie doch auch, oder? Das wird mir immer zugeschrieben, dass ich ein Lobbyist wäre. Setze mich in meiner Freizeit für digitale Grundrechte ein und nutze dafür natürlich auch Methoden des Lobbyings, indem ich mit Politikern rede. Ja. Allerdings bekomme ich für mein Lobbying kein Geld, sondern ich mache das als ehrenamtliches Engagement mit vielen anderen zusammen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn man Lobbyisten definiert. Bin ich ein Söldner, der dafür Geld bekommt, eine andere Meinung zu vertreten, oder vertrete ich meine eigene Meinung als Demokrat? Ja. Wobei man als Religionswissenschaftler tatsächlich sagen kann, Evangelist ist in dem Zusammenhang spannend, weil wir haben zwei Diskurse. Die eine ist sozusagen, alles wird toll, die Utopie, ja, das Internet, es wird die Null-Grenzkostengesellschaft und alles wird frei und gut. Und das andere ist die Dystopie. Wir werden in einem Überwachungsstaat leben und wir werden keine Freiheiten mehr haben und so. Und ich würde, beide Diskurse gibt es, das ist also, da kann man als Religionswissenschaftler kann man sagen, das ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte so. Ja. Und jetzt ist eben das Spannende, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Und wo in der Mitte? Das ist halt, das liegt an uns. Die Funktion von netzpolitik.org, wie würden Sie beschreiben? Wachhund gegenüber der Politik? Ja, wir sind ein Watchdog, was halt Wachhund heißt. Wir sind ein journalistisches Medium, bestehen aus 5 festen Redaktionsmitgliedern, die von unserer Community, von unseren Lesern finanziert werden durch Spenden. Das heißt, wir sind unabhängig von wirtschaftlichen Einflüssen und wir machen Journalismus. Also wir schauen der Politik auf die Finger. Wir untersuchen genau politische Prozesse rund um Netzpolitik, darum, wie das Internet durch die Politik verändert wird, aber auch wie das Internet die Politik verändert und machen da einfach normale journalistische Aufgaben mit Hilfe des Netzes. Sie bezeichnen sich selber ja auch als Karteileiche bei den Grünen. Sie waren es für die Grünen in der Enquete-Kommission. Ist der politische Hebel zu klein geworden? Warum haben Sie es aufgegeben? Also ich habe vor 10 Jahren bei den Grünen aktive Parteiarbeit aufgegeben, weil ich 28 wurde, damit zu alt für die grüne Jugend war. Und die Grünen damals. Bei den Grünen Erwachsenen weitermachen. Ja, können, aber die waren damals in der Regierung, das war 2004 noch. Ich war Bürgerrechtler und da haben die nicht die beste Arbeit gemacht. Ja. Okay, aber die Frage ging mehr so in die Richtung, ob sozusagen das, so ein bisschen, was Herr Grassegger auch eben angetextet hat, ob nicht im Grunde genommen der politische Rahmen nicht genug Hebel hat, um internationale Netzprobleme sozusagen in den Griff zu bekommen. Ja, natürlich. Nationale. Also es gibt da mehr als genug Lösungswege, die man einfach mal machen müsste, wenn man könnte. Also die Bundesregierung könnte zum Beispiel die europäische Datenschutzreform mal so auf den Weg bringen, dass wir eine größere Kontrolle über diese Datenkonzerne, die in anderen Ländern sitzen, aber trotzdem unsere Daten quasi vogelfrei verarbeiten, dass wir diese Kontrolle zurückbekommen, dass unsere Datenschutzbehörden die besser kontrollieren können, dass wir mehr Rechte haben, überhaupt zu erfahren, was die mit unseren Daten machen. Das könnte alles die Bundesregierung machen. Das sagt sie auch immer, dass sie das tut. Aber wenn man sich die Papiere genau anschaut, wie die Bundesregierung im Rahmen dieser EU-Datenschutzreform agiert, dann blockt sie, dann bremst sie, dann macht sie das genaue Gegenteil von dem, was sie uns öffentlich erzählt. Aber es hat sich doch wirklich in den letzten paar Jahren gezeigt, dass dieser ganze politische Mechanismus einfach zu lahm ist für die technische Entwicklung. Diese Unternehmen, die rennen den ganzen politischen Überwachungskommissionen und Kontrollkommission und so weiter einfach davon. Also ich meine, wenn man sich überlegt, dass Google die Hälfte aller weltweit führenden Hirnforscher beschäftigt, die sind einfach so weit voran. Nein, man muss eine viel grundlegende Reform sich überlegen. Man muss sich überlegen, dass wir jetzt gerade die Chance haben, einen europäischen Mittelweg hinzukriegen. Eine Idee davon, dass wir in Europa ein Datenschutzrecht, das weitergeht
einführen. Das sagt, wir nutzen unsere Daten, statt sie nur zu schützen. Das heißt, dass wir ein Eigentumsrecht einführen auf unsere persönlichen Daten. Die Ansätze dafür sind da. Und das umzusetzen, statt einfach nur in Form von Schutz und Kommission, daraus könnte was entstehen, eine ganz neue Form von Wirtschaft. Ich würde sogar sagen, dass wir eine Wiederentdeckung der Parlamente haben. Untersuchungsausschüsse, was haben die schon rausgefunden? Was könnten die weiter rausfinden? Jetzt gerade wieder ein neuer Skandal, der sich auftut. Baden-Württemberg, wir kriegen endlich eine parlamentarische Kontrollkommission. Yippie-yay-yay, ja, 10,5 Millionen Einwohner. Und endlich quasi schaut man sich an, was die Dienste wenigstens im eigenen Land schon mal treiben. Ich würde also auch sagen, da kann viel passieren. Aber es muss eben auch gewollt werden. Und leider müssen wir sehen, bisher zahlt sich das Thema Netzpolitik in Wählern noch nicht so richtig aus. Und da, glaube ich, eben ist der Angstdiskurs ein Problem. Erst dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie können auch wirklich etwas verändern, werden sie es tun. Ich finde es immer noch peinlich, was für niedrigen Stellenwert digitale Politik immer noch im öffentlichen Diskurs und damit auch in der Politik hat. Dabei geht es um die Zukunft wirklich von uns allen. Und wer es nicht glaubt, der muss einmal angucken, wie Kinder mit dem Netz umgehen. Das wird ihre Lebensumgebung sein. Wir gestalten nicht nur Umweltschutz, sondern wir gestalten die Umwelt unserer Kinder. Und das tun wir heute. Und deswegen müsste da noch eine Menge mehr passieren. Da sind wir doch bei Herrn Decke an der richtigen Adresse. Ich wollte Sie fragen, gibt es denn Dinge, die Sie nicht veröffentlichen würden auf Netzpolitik.org? Also mit der Frage, wovor schrecken Sie zurück? Also was wir nicht veröffentlichen, sind themenfremde Sachen. Nee, ich meine so im Sinne von einem Kodex, wo man so sagt, das lieber nicht. Also wir orientieren uns schon am Pressekodex. Das heißt, personenbezogene Daten werden wir im Einzelfall abwägen. Ja. Aber in der Regel veröffentlichen wir keine personenbezogenen Daten. Ja. Es sei denn, sie weisen auf einen Missstand hin, der so groß und so gesellschaftlich relevant ist, dass man es machen müsste. Aber genauso arbeiten auch Journalisten normalerweise im Idealfall. Ja, aber ich meinte das in Bezug auf Dinge, die geleakt werden und die ihnen zugespielt werden. Wir haben bisher keinerlei Angst gehabt, dass gegen uns vorgegangen wird. Wir glauben sogar, dass die Öffentlichkeit uns hilft. Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich noch für uns als kleine Redaktion ohne große Rechtsabteilung teilweise schlimmer, wenn wir sagen, wir haben da ein Dokument, aber wir veröffentlichen es nicht, als wenn wir es veröffentlichen und quasi damit der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, dass es überall gespiegelt werden kann, sodass wir nicht angegriffen werden können durch Anwälte und so weiter, damit es niemals die Öffentlichkeit erreichen kann. Sie machen sich aber jetzt künstlich klein, ne? Also Netzpolitik.org wird schon sehr viel gelesen. Das ist schon ein Block, wo man sagt, er hat Einfluss. Ja, natürlich, aber trotzdem haben wir keine eigene Rechtsabteilung. Ja. Trotzdem sind wir eigentlich auch nur 5 Personen auf 3,75 Stellen insgesamt. Ja. Und wir müssen immer darauf hoffen, dass befreundete Anwälte uns kostenlos ihre Rechtsunterstützung geben, weil sonst haben wir echt ein finanzielles Problem, wenn wir mal richtig scharf beschossen werden. Andererseits haben wir durch unsere Arbeit sehr viele Juristen, die uns sehr gerne unterstützen, weil sie das wichtig und gut finden. Ja. Öffentlichkeit ist ja auch ein Schutz. In dem Moment, wo Sie mit einer Story, die gut recherchiert ist, online gehen, in dem Moment, dann ist es ganz schwierig, da den Deckel wieder draufzusetzen. Solange die nicht online ist, kann man versuchen, Druck aufzuüben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch da sehen wir es wieder. Das Internet kann ein Medium sein, das Freiheit einschränkt. Es kann aber auch Medium sein, das Freiheit ermöglicht. Ich wollte Angela Richter fragen, weil Sie sagen, mir sind eigentlich so Menschen sympathisch wie Markus Beckedahl, weil so ein bisschen auch das David- und Goliath-Prinzip darin steckt? Ja, also das gilt ja für Whistleblower insbesondere, also klassische Whistleblower, angefangen bei Daniel Ellsberg bis Snowden jetzt, sagen wir mal. Ich habe da sehr viel Respekt dafür, weil manchmal, damit Gesellschaft sich weiterentwickelt, zum Besseren hin, müssen Leute Gesetze brechen, weil Gesetz und Moral oder Recht und Gesetz ist nicht immer das Gleiche, oder Gerechtigkeit und Recht. Ja. Und diese Leute opfern ihr Leben dafür, damit wir es besser haben. Es muss ja nicht jeder irgendwie revolutionär werden. Ja? Also viele Leute sind einfach schon damit beschäftigt, ihre Kinder zu ernähren täglich. Das ist schon genug Arbeit. Aber deswegen halte ich es für wichtig, dass es solche Figuren gibt. Und es ist ja immer einer von mehreren Millionen. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt Snowden. Also ich glaube, diese Geheimnisstufe, die er hatte, diesen Zugriff, den haben, glaube ich, 4,7 Millionen Amerikaner. Ja? Und er ist einer von 4,7 Millionen, der dann hingeht und es macht. Ja? Und deswegen
Oder nehmen wir mal Galileo Galilei, war ja im Grunde auch eine Art Whistleblower, nur damals hieß es Heretiker oder so. Nehmen wir mal an, man hätte ihn irgendwie gezwungen, den Mund zu halten, dann würden wir ja wahrscheinlich denken, dass die Sonne um die Erde kreist oder solche Sachen. Ja, man hat es versucht. Also, ja, nein, okay. Ich übertreibe jetzt mal, aber ja. So ist es doch. Und deswegen sympathisiere ich extrem mit diesen Leuten. Liebe Zuschauer, ich habe es deswegen gefragt, weil Angela Richter sagt, mir sind Verräter relativ sympathisch, die gegen übermächtige Gegner antreten, so wie eben David gegen Goliath. Seit Snowden ist klar, auch Regierungen interessieren sich für unsere Daten. Wir werden ausgespäht und überwacht. Ob BND oder NSA, jeder spioniert den anderen aus. Gedacht haben sich das viele, gesagt hat es bisher kaum einer. Whistleblower wie Edward Snowden und Julian Assange haben uns die Augen geöffnet. Dafür werden sie als Staatsfeinde verfolgt, systematisch kaltgestellt, müssen im Exil leben. Für viele sind sie Helden, mutige Mahner, die unsere Gesellschaft verändert haben. Theaterregisseurin Angela Richter beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Whistleblowing kontra Datenausspähung. Schon ihr Stück Assassinate Assange beruhte auf persönlichen Gesprächen mit dem WikiLeaks-Gründer. Jetzt hat sie das interaktive Theaterprojekt Supernerds, ein Überwachungsabend, am Kölner Schauspielhaus entwickelt. Der WDR ist Teil dieses crossmedialen Experiments, das Ende Mai startet und zeigt, wie Hacker, Journalisten, Dissidenten und Netzaktivisten gegen die alltägliche Ausspähung ankämpfen. So, wenn wir doch schon mal das Publikum direkt hier haben, dann kann ich Sie ja auch sofort direkt fragen. Frage, ist für Sie jemand wie Julian Assange eher ein Held oder eher ein Verräter? Ein Held. Ein Held. Ja. Edward Snowden? Ebenso. Okay, kurz zum Fragen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Eher Held? Eher Held. Eher Held, okay. Über das, was wir gerade gesprochen haben, nehmen wir mal so ein Beispiel, was Herr Grassegger vielleicht gesagt hat, Kommerzialisierung. Wenn Ihnen Ihre Krankenkasse sagt, Mensch, aber wir haben einen super neuen Tarif für dich. Du musst uns nur eigentlich deine Fitnessdaten über das Smartphone schicken, dann können wir dir 50 Euro nachgeben. Würden Sie zugreifen oder nicht? Das wären ja fast 600 Euro im Jahr. Nein, auf keinen Fall. Man muss sein Leben ja nicht so führen, wie es eine Versicherungsgesellschaft will. Ja, stimmt. Aber Sie könnten ja ganz gut damit verdienen. Das ist ja so das Prinzip, was er genannt hat, dass wir eigentlich Herr über unsere Daten werden wollen und selber entscheiden können, ob wir sie verkaufen. Ja, da gilt das alte Prinzip, öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen. Okay, gut. Also, mich interessiert, Frau Richter, wie sind Sie eigentlich auf diesen Begriff Supernerds gekommen? Was war so die Idee dieser Avantgarde, von der Sie sprechen, dass Sie sagen, für mich ist das eine Avantgarde, die die Gesellschaft verändert? Naja, also erstmal haben sogenannte Supernerds, das ist vielleicht so ein bisschen die gesteigerte Form des Nerds, also Leute, die mathematisch begabt sind, die Programmierer sind, von mir aus auch Leute wie Bill Gates natürlich oder der Apple-Gründer Steve Jobs. Das sind die klassischen Supernerds, auch die, das muss man ja nicht groß erklären, also die haben die Gesellschaft extrem verändert. Und die Supernerds, um die es mir jetzt im Moment geht, sind halt die, die halt nicht diesen Weg gegangen sind, also eine private Karriere zu machen und so, sondern die über ähnliche Talente verfügen und die aber nutzen, um im Grunde genommen, um aufzuklären und ein bisschen gegenzusteuern. Was war denn Ihre private Motivation, sich damit zu beschäftigen? Ach, in erster Linie erstmal Neugierde und ich fand es faszinierend. Also ich habe sofort das Gefühl gehabt, okay, das ist das Thema. Also so, es ging so vor 5 Jahren los und dachte, als ich davon hörte von WikiLeaks, fand ich die Idee erstmal wahnsinnig genial, weil sie so einfach ist. Ne? Also man sagt, man stellt eine anonyme Babyklappe für Dokumente ins Netz. Ne? Also das fand ich irgendwie interessant und so fing das halt an. Und dann, je mehr man weiß, desto mehr wird man im Grunde da reingezogen. Und wie haben Sie Julian Assange kennengelernt dann? Okay, ich habe ihn auf eBay ersteigert, also auch übers Netz im Grunde, weil es in der Zeit sehr schwierig war, an den ranzukommen. Und er war schon in der Botschaft in London? Nee, noch nicht. Ach so, also das war ein Jahr davor, da hatte er aber schon so eine Fußfessel und saß in England fest, so unter Beobachtung, unter Hausarrest. Ja.
Und es war sehr schwer, den überhaupt zu kontaktieren. Und dann hatten die aber gerade diese Geldblockade. Also Mastercard, PayPal und Visa hatten die Spenden gestoppt. Für WikiLeaks. Genau, für WikiLeaks. Und um die Organisation am Laufen zu halten, wollte die halt ein bisschen Geld irgendwie generieren, eben über so eine Versteigerung. Und das habe ich dann Und die haben Sie dann mitgemacht und dann hatten Sie ein Abendessen oder so etwas? Mittagessen, ja. Mittagessen? Ja. Cool. Und haben sich aber gleich irgendwie so sympathisch dort und eine Wellenlänge gehabt, dass Sie fortan den Kontakt gehalten haben. Wie oft haben Sie ihn gesehen mittlerweile? Ich weiß nicht, also seit er in der Botschaft ist, also so seit im Sommer werden es 3 Jahre sein, ist es schon relativ regelmäßig, also alle so 1-2 Monate. Ja. Sie müssen uns das ein bisschen erklären oder erzählen, weil ich stelle mir das schrecklich vor. 3 Jahre lang in so einer, die ist nicht riesig groß, glaube ich, die Botschaft. Nee. Eingeschlossen zu sein, man kommt da nicht raus. Wie ist das Leben da, soweit Sie das wahrnehmen? Also ich selber wäre da schon längst durchgedreht, ehrlich gesagt. Ja. Weil, wie gesagt, es ist tatsächlich keine große Botschaft. Es ist eher so eine durchschnittliche Altbauwohnung im Hochparterre, sehr dunkel, also kein direktes Sonnenlicht. Also es liegt ziemlich ungünstig sozusagen von dem her. Und es ist auch eng und natürlich gibt es auch Botschaftsbetrieb täglich. Ja, also das läuft ja da weiter. Es ist ja nicht so, dass man, also der hat da auch relativ wenig Privatsphäre. Und also ich könnte das selber nicht aushalten. Mhm. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so eine Villa und ab und zu lustwandelt er dann im Garten, sondern es gibt auch nicht die Möglichkeit, jetzt auf den Balkon zu gehen oder irgendwas. Also das heißt, er hat überhaupt keinen Ausgang? Noch nicht mal so wie Leute, die im Gefängnis Freigang haben und einen Hof? Nee, überhaupt nicht. Also und das tut sich dann schon äußern körperlich auch. Also der jammert eigentlich nie rum und hält sich ziemlich gut. Ich glaube, der hat eine relativ robuste Psyche, weil er, glaube ich, schon ziemlich lange weiß, warum er morgens aufsteht. Ja. Und das dann so in Kauf nimmt, aber er hat extremen Vitamin-D-Mangel, er hat Sehstörungen, weil er ja nie den Horizont sieht und nach 3 Jahren macht sich sowas natürlich schon bemerkbar. Also, und wie hält er sich fit? Ja, er hat eine Powerplate. Was ist da? Ah, okay. Das hat ihm MIA, diese Sängerin hat ihm das mal geschenkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er das benutzt, aber und er hat so einen Personal Trainer, der kommt dann so 1-2 Mal die Woche und versucht mit ihm zu trainieren, aber manchmal verwickelt er ihn in so ein Riesengespräch und dann wird das auch nichts. Aber er boxt manchmal und so, ja. Okay, Sie haben auch getroffen, wir kommen gleich auf das Stück, aber ich will den jetzt noch vorziehen, Edward Snowden in Moskau. Mhm. Wie war Ihr Eindruck von ihm? Also der eine sitzt jetzt seit fast 3 Jahren in dieser ecuadorianischen Botschaft festgesetzt, der andere in, wir wissen nicht wo, in Moskau. Beide haben die Perspektive, dass die nächsten 1500 Jahre nicht mehr da wegkommen. Mhm. Wie wirken die so? Also wie gesagt, Assange hält sich ziemlich gut den Umständen entsprechend, finde ich. Und bei Snowden war ich auch überrascht, also wie positiv und optimistisch der trotz allem ist. Ja? Also ich war wirklich überrascht und außerdem wirkt er sehr jung. Also ich hatte ihn vorher nur auf Film gesehen. Ich finde sowieso, dass er jung wirkt, aber da war ich wirklich überrascht und er ist auch so ganz warmherzig. Also ihm ging es dann, also ich bin da um 3:30 gelandet und es war ein bisschen stressig alles und der war so ganz interessiert an einem und so und ja, ich finde das bewundernswert und auch ich habe auch das Gefühl, dass er gerade so eine Art politische Erweckung erlebt. Ja. Also das war mein Eindruck, als ich das Interview mit ihm gemacht habe. Also dass es ein bisschen über das hinausgeht, was er vorher so vorhatte, dass er gezwungenermaßen sich mit vielen Dingen auseinandersetzt, die er jetzt einfach bedenken muss. Ja. Und dass es aus der Perspektive von Russland aus, also die Sicht auf Amerika sicherlich auch nochmal sich ändert, ne, logischerweise. Was wollte er von ihm? Naja, ich wollte ja was von ihm. Also ich wollte ihn unbedingt interviewen, um auch bestimmte Fragen zu stellen, die jetzt nicht unbedingt mit ihm so diskutiert werden von journalistischer Seite aus. Und es hat echt 12 Monate gedauert, bis das wirklich geklappt hat, das Treffen. Ich kann über bestimmte Umstände logischerweise nicht viel sagen, auch zu seiner eigenen Sicherheit. Aber ich habe 5 Stunden mit ihm in einem Hotelzimmer mich unterhalten. Und er wollte Taco-Chips oder was? Ja, ja, ich habe vorher so gefragt, ob ich was mitbringen kann. Und dann war ich ganz gerührt, weil es so einfache Wünsche sind. Er wollte Erdnussbutter haben und so Knabbereien amerikanische. Okay. Weil wegen der Sanktionen ist das jetzt nicht so leicht, an die ranzukommen in Russland. Und dann habe ich wirklich einen ganzen Koffer voll damit gepackt und mitgebracht und der hat sich sehr gefreut. Ich fand das irgendwie rührend, weil ich glaube, der hat Heimweh auch. Also dachte ich dann so. Ja, kann ich mir vorstellen. Sie sind
Das muss man mal sagen. Wir kommen jetzt, robben wir uns daran, dass wir ja eigentlich deswegen die Talkshow heute hier machen, weil wir ein gemeinsames Theaterstück entwickeln, der WDR und das Kölner Schauspiel. Und ich meine, Sie sind jetzt, Sie haben nicht den Rechercheapparat des Spiegel, auch nicht den der New York Times. Und was mich doch ein bisschen beeindruckt hat, ist, mit welcher Hartnäckigkeit Sie sich da irgendwie durchbeißen und am Ende doch für ein Theaterstück Edward Snowden interviewen und Julian Assange. Und wir können auch hier nicht alles sagen, was mit dem Projekt zu tun hat, aber es wird ein interessantes Projekt. Wen haben Sie noch interviewt? Ich habe auch noch interviewt Daniel Ellsberg. Ich weiß jetzt nicht, ob den alle kennen, aber das ist einer. Das war der Mann, der die Pentagon Papers, die sogenannten, veröffentlicht hat. Der veröffentlicht hat, dass der Vietnamkrieg eine andere politische Zielsetzung hatte, als den Amerikanern gesagt wurde. Und im Grunde genommen auch den Krieg im Grunde zum Stillstand gebracht hat dann und auch unter anderem, also neben der Watergate-Affäre auch, das betraf ihn teilweise auch, eben auch Nixon im Grunde zurückgetreten ist im Verlauf dessen. Und Thomas Drake, ein ehemaliger Mitarbeiter der NSA, hatten Sie das Gefühl, gibt es irgendwas, wo man sagen könnte, was treibt die an? Also eigentlich ganz überraschenderweise sogar so ein Gerechtigkeitsgefühl. Also es ist ja jemand, also der Thomas Drake zum Beispiel, war ja Teil der NSA. Lustigerweise war sein erster Arbeitstag bei der NSA der 11. September. Also er gehörte zu wenigen Dutzend Leuten, die sofort wussten, was da installiert worden ist nach dem 11. September, wie das losging. Und er hat gemeint, dass er schon am Anfang das nicht fassen konnte. Also die haben eigentlich relativ bald jegliche Hemmungen abgelegt, also auch mit Ansage. Und es hieß dann auch, ihr könnt machen, was ihr wollt. Im Grunde genommen war der 11. September auch wie ein Geschenk an die NSA. Also so hat er das auch ausgedrückt, weil da hieß es nur noch, okay, wie viel Geld braucht ihr, wie viele Nullen auf dem Scheck sollen wir hinschreiben. Ja? Also es ist im Grunde ein wild gewordenes System geworden. Und, er hat halt irgendwie... Wie hat Drake darauf reagiert? Er war doch angestellt bei der NSA und zur Verschwiegenheit verpflichtet zunächst. Er hat zunächst das versucht, was man Edward Snowden immer vorwirft, dass er es nicht gemacht hat. Also er hat versucht, über interne Kanäle da irgendwie weiterzukommen und über die normalen Mechanismen, die sich so bieten, wenn man das Gefühl hat, das, was da gerade passiert, ist Missbrauch, zu gehen. Und das ist nicht gelungen. Man hat dann versucht, ihn mundtot zu machen. Er hat dann an einem bestimmten Moment auch Dokumente an Journalisten weitergegeben, allerdings Dokumente, die nicht klassifiziert waren. Ja. Die hat man dann aber, um ihn zu kriminalisieren, im Nachhinein wieder klassifiziert. Also die sind sogar so weit gegangen, in seine Wohnung einzubrechen und sogar Dokumente mit classified abzustempeln. Mhm. Also daran sieht man so ein bisschen, dass dieser Vorwurf an Snowden, wieso er hätte doch die normalen Wege gehen können, nicht wirklich greift. Also und Snowden hat aus diesen Fällen gelernt. Wenn Sie jetzt so viele Interviews gemacht haben mit Dissidenten, sagen Sie, lassen Sie Ihren Computer noch irgendwo rumliegen oder nehmen Sie den auch, wie Herr Beckedahl, immer schön mit? Also ich normalerweise, wenn ich ihn dabei habe, schleppe ich auch meinen Rucksack immer mit mir rum. Also lass ihn möglichst nicht aus den Augen. Ich habe das am Anfang nicht gemacht und da hatte ich dann auch Probleme. Also weil ich habe den am Anfang so ganz naiv in Hotelzimmern liegen lassen und so weiter. Und das führte dazu, dass ich tatsächlich auch irgendwann feststellen musste, dass ich tatsächlich eine konkrete Überwachung habe. Dass eine Wanze drin war oder ja, was? Ja, also es hat ein Hacker dann rausgefunden. Aha. Das ist beim Chaos Computer Kongress, Communication Kongress hat er das aufgemacht und einen Fremdkörper entdeckt. Woran haben Sie es denn gemerkt? Also das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass mein Speicher immer voll war. Und das lag allerdings an was anderem. Also offenbar sind automatisch immer Screenshots gemacht worden von meinem Bildschirm. Und die wurden aber gleichzeitig auf meinem eigenen, auf der Festplatte auch gespeichert. Ja. Und ich hatte aber kaum was drauf an Material. Also es war komisch. Sie wurden aber auch verschickt, die Screenshots. Ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht nur für mich sozusagen angefertigt worden sind. Kann ja sein. Aber ich fand es ein bisschen dilettantisch, ne? Also dass das so gleichzeitig, aber vielleicht ist es auch so ein Automatismus, ich weiß es nicht. Kann das sein? Sie gucken so kritisch. Natürlich kann das sein. Kommt Ihnen das bekannt vor, das Programm? Kennen Sie das? Nee, aber das ist so die normale Herangehensweise beim Staatstrojaner. Ja. Was unsere Bundesregierung jetzt wieder einführen möchte. Unser BKA-Chef hat gerade erklärt, dass der im Herbst einsatzbereit ist. Mhm. Nichts anderes macht so ein Staatstrojaner. Okay, jetzt müssen wir sagen noch, Frau Richter, das Stück, ne? Um das es ja gehen wird. Es wird Premiere haben hier im Kölner Schauspiel. Es wird im Fernsehen zu sehen sein. Das Besondere ist, man kann auch in einem
Online-Gaming mitmachen. Und dieses Online-Gaming können wir jetzt auch hier nicht groß erzählen. Es wird nur ein Game sein, bei dem man das Gefühl hat, man ist Teil einer Sache. Deswegen ist unser klares Votum, melden Sie sich dafür an, und wir haben für Sie die Seite supernerds.tv geschaltet. Sie finden da alle Infos zu dem Projekt. Sie können dort auch weitergeleitet werden ans Kölner Schauspiel. Sie können dort Karten für die Aufführung kaufen, finden alle Infos dazu. Damit haben wir jetzt, glaube ich, der Eigenwerbung Genüge geleistet. Und ich würde Sie fragen, haben wir denn eigentlich überhaupt die Möglichkeit, noch unsere Außenwerbung selber, unsere Außenwirkung selber zu steuern? Oder ist das nicht längst dadurch, wie Herr Blume sagt, was einmal digital ist, ist öffentlich? Das ist die Situation, ja. Also ja? Ich habe vorhin mit ihm ein kleines Selbstbild genommen. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen und dann haben wir genau darüber gewitzelt. Er hat gesagt, hey, wenn wir es aufnehmen, ist es ja noch nicht öffentlich. Und dann haben wir beide genickt, ja, aber wenn es digital ist, dann ist es sicher bald öffentlich. Klar. Und, das war aber eine leicht bekleidete Schaufensterpuppe mit einem Affengesicht. Deswegen gebe ich das mal nicht öffentlich. Das war aus irgendeinem Stück. Also wenn es digital ist, ist es quasi mehr oder weniger öffentlich. Und wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist genau das, worum ich mich gekümmert habe. Also ich habe sozusagen als ganz einfacher Ökonom diese ganzen Vorgänge da betrachtet und habe gesehen, hey, wow, irgendwie wollen alle meine Daten, wieso, ich bin noch gar nicht so, also einerseits gibt es irgendwelche komischen Überwachungseinheiten und dann gibt es Unternehmen und die sind riesengroß geworden in den letzten Jahren, die sitzen da irgendwo und sind doppelt so groß jetzt, die 30 größten Unternehmen aus dem Silicon Valley, wie der gesamte Stolz der deutschen Industrie, unsere 30 größten DAX-Unternehmen, bei uns gehen die Jobs verloren, was ist da eigentlich am passieren? Und darum ging es mir im Kern. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, hinter all dem steht, das ganze neue Business beruht auf persönlichen Daten, also Infos, die aus uns rauskommen. Und daraus haben Leute gelernt, Geld zu machen und super gute Services zum Teil. Aber auf eine Art stimmt dieser Deal nicht mehr, weil ich meine, wir sehen die Taxifahrer streiken wegen Uber. Mhm. Wir sehen Leute, die ihre Jobs verlieren. Und das war ja genau das, was Herrn Blume so interessiert hat. Er war bedroht in seiner materiellen Existenz. Und ich bin jetzt kein toller Politiker, ich kenne mich damit nicht so super aus, sondern ich kenne mich halt mit Ökonomie aus. Dann habe ich gefunden, hey, das muss man mal gesagt haben, das Ganze ist ein ganz riesiger wirtschaftlicher Umverteilungsprozess, wo sich der Reichtum in den Händen von ganz wenigen eben Supernerds anfängt zu akkumulieren. Und darüber sollten wir doch mal reden. Wovon leben wir denn in Zukunft? Eigentlich ich als Einzelner. Ich meine, ich bin ja in genau so einer Branche tätig, wie er gesagt hat. Das fand ich wirklich lustig, als er gesagt hat, ich bin Journalist und wir haben da diese Riesenwelt, über die wir diskutieren müssen, diese Geheimdienste, und wir sind 3,5 Leute und sind auf Spenden angewiesen. So kann doch unsere Zukunft nicht aussehen. Gerade also dieses Job verlieren, prekarisiert werden und so weiter, so ist keine digitale Zukunft. Wir müssen uns da überlegen, wie werden wir von was in Zukunft leben können. Und ich kann sagen, wie diese Daten im politischen Bereich verwendet werden. Jeder Geheimdienst hat die Möglichkeit, er kann sie entweder an Journalisten weitergeben. Die meisten Journalisten verhalten sich anständig, aber es finden sich immer wieder welche, die für eine schnelle Story, gerade auch unter dem wirtschaftlichen Druck, unter den Medien stehen, dann inzwischen sehr viel tun. Das Zweite ist vor allem in Russland sehr groß. Sie können es an Blogger, an Leute abgeben, die quasi jemanden fertig machen sollen, einen Systemkritiker oder so. Und dann tauchen da eben plötzlich Bilder oder Videos oder so auf. Oder, und das hatte ich damals auch erlebt, Sie können es an die Opposition weitergeben. Damals wurden zum Beispiel dann Sachen weitergegeben an einen Oppositionsabgeordneten, der dann eine Anfrage gestellt hat im Parlament. Das ist auch super, wenn die Magisterarbeit im Parlament diskutiert wird. Also, in dem Fall muss ich allerdings sagen, warum? Der Abgeordnete, der hat das dann auch später gemerkt, hat sich entschuldigt, dass er sich da hat einspannen lassen. Also rechne ich ihm hoch an. Das heißt, da merkt man auch, da wird auch versucht, Leute gegeneinander auszuspielen. Und das hat oft mit links, rechts relativ wenig zu tun. Es gibt gute Leute und es gibt üble Leute eigentlich quer durch alle Demokratien. Dass die Magisterarbeit nicht bei Wikiplug untersucht wurde? Ich habe sie online gestellt. Also wer sie lesen möchte, sozusagen. Würden Sie sagen, wir haben ein Recht auf Vergessen? Ja, also ich denke, nach den Erfahrungen, die ich damals auch gemacht habe, war ja in der Position, ich hatte einen Minister mit Zivilcourage, wir haben das sozusagen durchgestanden und am Ende quasi konnte ich mich wehren. Ich frage mich immer wieder, was ist mit den vielen Menschen, die sich nicht wehren können und die da nicht rauskommen. Die sind ja ein Leben lang gebrannt. Und das muss ja nicht mal, wie in dem Fall, ein Journalist sein, der da mitspielt. Das kann ja einfach ein übler Blogger sein oder ein Mobber. Und deswegen finde ich, ist das schon ein Thema, über das wir diskutieren müssen. Es kann doch nicht sein, dass jemand einen schrägen Witz oder ein blödes Foto macht und noch 20 Jahre später dafür an den Pranger gestellt werden kann. Ja. Aber also ich
würde ein bisschen davor warnen, einfach nur zu sagen, es gibt nur zwei Alternativen. Entweder wir geben unsere Daten an Unternehmen, an Konzerne, an Diktaturen, Politik ab, oder wir verwalten sie selbst. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, und die ist zum Beispiel für Kinder und Jugendliche wichtig aus meiner Sicht, dass es auch ein analoges Leben gibt, was es zu schützen gilt. Und das finde ich nicht völlig naiv. Einfach nur zu sagen, wir werden in eine digitale Welt hineingeboren, die Digital Natives. Das ist ein schöner Begriff. Tatsache ist, wir werden erstmal in eine analoge Welt hineingeboren, in einen analogen Körper, und der spielt eine ganz große Rolle am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens, und wir können Gott sei Dank nicht alles digitalisieren. Keine Tablets im Kindergarten. Und bitte? Keine Tablets im Kindergarten. Ist aus meiner Sicht, also ist durchaus meine Meinung. Es ist ja nach wie vor so, dass die ganz wichtigen Entscheidungen auch der Politik wahrscheinlich im analogen Raum stattfinden. Ja? Gerade deshalb, weil Politik auch ein Stück weit auch ein Geheimnis braucht. Das Erwachsenenleben braucht auch ein Geheimnis. Ja? Also bestimmte Arten von Gewaltdarstellung, Sexualität, Suchtmittel, ja, Alkohol, davor bewahren wir Kinder und Jugendliche. Und deswegen würde ich davor warnen zu sagen, es gibt sowieso keine Geheimnisse mehr. Wir können sowieso alles preisgeben, und das sei völlig in Ordnung für alle Menschen auf dieser Welt. Das ist nicht so. Die meisten Menschen, das muss man auch noch mal festhalten, 2/3 der Menschheit, korrigieren Sie mich bitte, sind noch nicht online. Ja? Und ob wir uns um die zum Beispiel gut kümmern, ja, das ist auch noch mal eine ganz andere Frage. So ist die Frage aus meiner Sicht, kümmern wir uns gut um Kinder und Jugendliche oder um eine Politik, die auch den analogen Raum noch braucht, um langfristig uns auch zu schützen. Auch das Fernsehen wird angreifbar. Es wird gemeint, es ist so toll, dass das Fernsehen völlig digitalisiert wird. Wir haben es gemerkt jetzt in Frankreich. Mhm. Nein, es ist eine Riesengefahr. Ja. Ja, irgendwann ist das einfach, kann das in Beschlagnahme genommen werden, wiederum von Diktaturen, von Terroristen, von wem auch immer. Vielleicht sollten wir wirklich noch mal genauer auch hinschauen, bevor wir uns aus Angst auf alles draufsetzen, was passiert, was die digitale Revolution macht. Das aufgeben, was wirklich auch wichtig ist. Und dazu gehören ganz viele Dinge, die analog sind, aus meiner Sicht, auch die analogen Medien. Aber jetzt greife ich da auf, was Herr Grassegger gesagt hat. Das Kapital bin ich, schreibt er in seiner Streitschrift. Und ihm geht es darum, digitale Unmündigkeit dadurch zu beseitigen, dass wir unsere Daten selber verscherbeln. Also dann, das ist unser Einspieler, Entschuldigung. Sehr gut. Sobald wir die digitale Welt betreten, geben wir Informationen über uns preis, hinterlassen Spuren. Wir machen uns selber transparent. Ungehemmt vertrauen wir dem Cyberspace unsere Gedanken an, verraten freiwillig unsere Vorlieben und Abneigungen. Der Preis dafür ist hoch. Das World Wide Web ist wie ein Schwamm, der alles aufsaugt und nie wieder hergibt. Sie haben uns auf ihren Datenbanken gespeichert. Giganten wie Google, Facebook und Co. Sie kennen unsere virtuelle Persönlichkeit. Wir sind ihr Kapital, denn Daten sind das neue Erdöl. Wir haben geshared, die anderen haben gesammelt, uns in ihre Clouds gepackt. Privatheit war gestern, wir gehören uns nicht mehr. Können wir uns überhaupt noch schützen? Oder sind wir längst zu digitalen Leibeigenen geworden? Also nochmal zweite Runde. Wer hier von unseren Zuschauern macht Facebook oder ist bei Instagram oder ähnliches? Passt. Aber jetzt nehme ich mal hier die charmante Kollegin, wenn sie schon da ist. Also Facebook ist doch im Grunde genommen, die geben Ihnen die Plattform und Sie Ihnen die Daten. Sozusagen, ja. Und ich kann sehen, was meine Freunde machen, was die Kollegen machen, was sie so treiben. Und sie kriegen aber nichts dafür. Ja, so ganz kann man das nicht sagen. Man kriegt was kriegen sie denn dafür? Man kriegt Informationen, Einblicke und auch Kontakte. Aber kein Geld. So, und jetzt frage ich den Herrn Grassegger, weil er das natürlich so, weil das so sein Thema ist. Ist das eigentlich ein guter Deal, Herr Grassegger, wenn wir jetzt sagen, wir geben unsere Daten und unsere Freunde und unsere Adressen und die unserer Telefonnummern und so unsere Erlebnisse und unsere Bilder an Facebook, und Facebook gibt uns dafür eigentlich nur ein bisschen Speicherplatz. Ist das ein guter Deal? Also mich erinnert Facebook so ein bisschen an diese Benutzeroberfläche, die ich bekommen habe in meinem ersten Job bei einer Versicherung. Und zwar durfte man da so Daten eingeben, ja, und so machen wir das gerade. Wir werden alle ständig gefragt, what's on your mind? Und dann soll ich so ein bisschen aktualisieren, was in mir gerade so vorgeht. Und so stellt sich für mich auch ein bisschen dieses Internet dar. Also wir geben sozusagen unser Innenleben, das manifestieren wir und machen wir zu einem Produkt,
dass diese Unternehmen handeln. Also Facebook hat sich ja vor kurzem, er hat mich hier nach Zahlen gefragt, diesen kleinen Textdienst WhatsApp gekauft, hat dafür 22 Milliarden Dollar gezahlt. Das sind die Informationen von 500 Millionen Usern gewesen. Und wenn man das runterbricht auf die User, dann hat man ungefähr einen Wert von 40 Dollar pro aufgenommenen Konversationen von dieser Einzelperson. Aber und sagen Sie mal, Sie haben doch ein Experiment mit einem Datenbroker gemacht. Was ist sozusagen, was wäre ich wert? Okay, also was ich gemacht habe, war, es gibt Unternehmen, die heißen Data Broker, die sammeln und kaufen diese ganzen Infos, die überall frei am Rumfließen sind. Es ist nämlich genau nicht so, wie der Zuschauer gesagt hat, gerade geben wir alles umsonst preis. Die kaufen diese Informationen, die wir preisgeben von Facebook, von Supermarktkassen, von irgendwelchen, es gibt Gemeinden, die verkaufen die Daten. Ja? In der Schweiz ist es ein gutes Business, in Deutschland zum Teil glaube ich auch. Und ein sehr umstrittenes Gesetz dazu. Die sammeln das alles zusammen und aggregieren das, weil selbst wenn es anonymisiert ist, kann man das mittlerweile errechnen, zu wem das sozusagen gehört. Ja. Und dann kann ich als Kunde kommen und mal fragen, was sie so haben. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Anruf gemacht, in dem ich mich ausgegeben habe als eine kleine christliche Buchhandelskette, die gerne in den USA jetzt mal so richtig durchstarten würde. Und habe gesagt, was wir machen wollen, sind christliche Kochbücher. Und genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen jetzt eine Marketingkampagne starten mit christlichen Kochbüchern und ich hätte gerne die Kontakte von ungefähr 3 bis 9 Millionen Frauen und zwar die Postadressen und die echten Namen. Und er gesagt, oh, und es war ein Typ, der hieß Bruce und der Bruce hat gesagt, oh, no problem. Ich kann dir sogar die Facebook- und E-Mail-Adressen von denen geben und die Telefonnummern, wenn du Lust hast. Dann kannst du tracken, ob sie nachher zufrieden waren mit dem Ganzen. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt möchte ich... Was kostet das? Gehen wir noch mal einen Schritt weiter, ja? Was kostet was? Weil ich habe sehr viele Daten erfragt. Jetzt hatte ich also die Adressen, die Echtnamen, Facebook, E-Mail und Mobilnummer. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern wissen, was diese Leute für ein Kochbuch gern hätten. Könntest du mir so ein bisschen Daten geben, was diese Leute interessiert? Hat er gesagt, wir haben alle ihre Präferenzen, wir haben ihre Einkäufe, wir wissen genau, worauf diese Leute stehen. Du kannst ihnen wirklich ein passendes Buch zusenden. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt ja eine religiöse Kochbuchkette. Und unser Board ist wirklich besorgt, die religiösen Gefühle von den Leuten zu verletzen. Könntet ihr uns das klassifizieren in Christen, Moslems und Juden? Und dann hat er gesagt, let me quickly double check. Oh ja, überhaupt kein Problem, ich kann dir das schicken. Und dann habe ich gesagt, oh wow, das hört sich wirklich gut an. Wir sind ein ganz kleines Unternehmen, wir arbeiten ganz oft mit Äußeren, mit Partnern. Mhm. Können wir das irgendwie, also diese Informationen, können wir die irgendwie weitergeben? Und dann hat er richtig gelacht, hat er gesagt, oh, wir arbeiten mit externen Partnern die ganze Zeit. Wir schicken dir das als Excel-File. Und dann habe ich gesagt, okay, was wäre der Preis für die Adresse von einem Menschen mit seiner Religionszugehörigkeit, Echtnamen und Kontakten? Und dann hat er gesagt, huh. Bei diesen Mengen sprechen wir ungefähr über 3 Cent pro Einheit. Das ist sehr wenig Geld, um so eine gefährliche Information kaufen zu können. Mhm. Und das ist die Realität. Und das ist deswegen so billig, weil wir keine Hoheit drüber haben. Weil wir nicht sagen können, hier ist Schluss. Wir verkaufen Teile von dem, zum Beispiel bei meinen Gesundheitsdaten, wie der Zuschauer gesagt hat, da mache ich Nein. Und Gesundheitsdaten, was sind das? Vieles, was unser Telefon aufnimmt, sind gesundheitsrelevante Daten für Versicherungen. Ja, demnächst haben wir die Apple Watch. Die wird vielleicht unsere Schrittdaten und unsere Fitnessdaten aufnehmen und automatisch weitergeben. Diese Apple Watch hieß ja früher iWatch. Ich glaube, das war Ihnen wirklich zu krass. Da war es wirklich so zu offensichtlich, was Sie eigentlich mit uns machen. Es geht gerade genau darum. Es geht um die Verzahnung von unserer Datenwelt, das waren ja vorher auf Facebook, das waren unsere Gedanken, die wir abgebildet haben. Und jetzt wird es verzahnt mit unseren Körperdaten. Das heißt, wir nehmen Daten auf, die sehr interessante Informationen sind, wie vorhin gesagt wurde, für Versicherer zum Beispiel, für Lebensmittelproduzenten, die was mit unserer Physis zu tun haben. Und die werden gekoppelt an diese anderen Informationen über uns und dann gehandelt. Aber Herr Beckedahl, was ist das Problem zu sagen, ich entscheide selber, ob ich meine Gesundheitsdaten einem Pharmaunternehmen verkaufe? Ich glaube, das Problem daran ist eher, dass wir vielleicht gar nicht mehr diese Entscheidung haben werden in Zukunft. Dass wir eher Probleme haben werden zu sagen, warum wir nicht etwas verkaufen, dass wir dadadurch benachteiligt werden. Ja, nicht mal verkaufen, warum es nicht umsonst abgeben. Nicht umsonst. Genau. Und
was mein Problem mit dieser Herangehensweise von Herrn Krasegger ist, ist die, dass es eigentlich eine Antwort auf eine Durchkapitalisierung mit noch mehr Ökonomisierung betrifft. Dass es nicht mehr darum geht, dass ich eigentlich das Recht haben sollte, zu sagen, dass oder meine Daten dürfen einfach nur für diesen einen Zweck und nicht für einen anderen Zweck verwendet werden, dass ich nicht sagen kann, ich möchte gar nicht, dass diese Daten verarbeitet werden, verwertet werden und dass wir im Moment noch keine richtige Kontrollmöglichkeit haben. Das ist doch der Deal. Also der Deal ist doch, dass ein Social Media Unternehmen sagt, das ist der Deal, dass du von mir den Speicherplatz bekommst, dafür, dass ich mit deinen Daten das machen darf. Also ich erkläre mal ganz kurz mein Modell und sozusagen sein Modell, wie ich das wahrnehme zumindest. Ja, und ich verstehe es wahrscheinlich total falsch. Die Welt, die er vorschlägt, in meinen Augen, ist sowas wie, wir ziehen uns alle riesige Panzer an im Internet, so eine Art Krypto, verschlüsseln alles super. Ja. Und dann gibt es noch einen ganz tollen Kontrollstaat, der so überwacht, dass nichts mit uns irgendwie schief geht. Und dann haben wir die Demokratie hergestellt und sauber. Die Welt, wie ich sie vorschlage, ist, wir packen uns auch in so eine Kryptorüstung, vielleicht nicht ganz so eine große, verschlüsseln also unsere Daten, machen sie für andere nicht mehr nutzbar, packen diese Daten in eine Box. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Hannes Krasegger, ich finde deine Bewegungsmuster interessant. Ich bin zum Beispiel ein Schuhhersteller, der wissen möchte, welche Schuhtypen ich für dich speziell produzieren könnte. Ja? Dann sage ich, okay, das und das sind die Konditionen, für die ich dir den Entschlüsselungs-Key gebe. Und dann hätte ich genau den Zustand hergestellt, den wir beim Übergang von einer Feudalherrschaft zu einem industriellen Zeitalter hergestellt haben, dass wir Arbeitskraft, das ist das neue Kapital des 21. Jahrhunderts, persönliche Daten. Das ist, woraus in Zukunft Produkte, Services, alles entsteht. Und wir müssen lernen, wie wir dafür etwas bekommen. Und wie wir auch genau sagen können, nein, weil die jetzige Situation ist, gucken Sie mal in die AGBs, die wir alle unterschreiben. Da stehen Sätze drin wie, Sie treten hiermit Ihre kompletten Persönlichkeitsrechte ab. Das stand in Fitbit-Bedingungen drin. Da stehen Sätze drin wie, Sie geben hiermit bei Microsoft das Recht ab, vor Gerichtshöfen klagen zu können in Ihrem Land. Wir sollen auf irgendwelchen privaten Gerichtshöfen. Da stehen Sätze drin, bei WhatsApp stand Niemand drin. Niemand liest sie. Bei WhatsApp stand drin, wir können dich für jeden oder gar keinen Grund löschen, inklusive des Grundes, dass du nervst. Und das ist eine Form. Ja, aber und jetzt mal ganz kurz, lassen Sie mich diesen Moment noch fertig machen. Und als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja wirklich der Hammer. Das erinnert mich an ein System, das ich kenne aus der Historie. Das ist die Leibeigenschaft. Wir geben sollen ihnen alles. Sie haben uns Plattformen bereitgestellt. Unfruchtbares Land. Facebook war nichts ohne die Menschen, die drauf sind. Jetzt machen sie riesen Profit. Den Profit ernten sie. Und wir dürfen brav an der Benutzeroberfläche. Herr Beckedahl platzt gleich. Weil? Das finde ich super. Los geht's. Naja, also sagen wir mal, die Analyse, die teilen wir vielleicht, aber bei den politischen Antworten sind wir konträr. Ja. Meinst du, es ist eine wirtschaftliche Antwort? Ja, deine Antwort ist eine relativ unpolitische Antwort, würde ich mal sagen. So, wo man halt sagt, irgendwie, okay, Demokratie, egal, wir machen das jetzt alles über den Markt. Und das sträubt sich erstmal bei mir alles dagegen. Das andere ist die Beispiele, die du aufgeführt hast, so von AGBs und so weiter. Das ist ja alles ein Problem von fehlender Rechtsdurchsetzung. Wir haben im europäischen Binnenmarkt, in der Europäischen Union, uns einfach die letzten 10-12 Jahre zurückgelehnt, weil unsere Politiker mal damals ein Datenfreihandelsabkommen, Safe Harbor mit den USA, beschlossen haben, wo die USA uns versprochen haben, bei unserem Konzern werden die Daten genauso gut geschützt wie bei euch. Mhm. Keine Sorge. Und seitdem machen die da quasi mit unseren Daten, was sie wollen. Unsere Daten sind vogelfrei. Es gibt keinerlei Kontrolle, weil bisher alle Datenkonzerne der USA siedeln sich in Irland an, dessen Datenschutzbehörde sieht zumindest auf Google Street View so groß aus wie mein Büro. Die kontrollieren da alle großen Konzerne, mit anderen Worten, die kontrollieren die überhaupt nicht. Und eine Antwort darauf wäre eine richtige EU-Datenschutzreform, wo wir ganz andere Regeln festlegen könnten, an die sich diese Unternehmen dann halten müssten. Dann könnte man ganz klar sagen, ihr dürft diese Daten nicht weiterverarbeiten. Unsere Datenschutzbehörden müssen euch kontrollieren können, weil sonst dürft ihr nicht auf unserem Markt agieren. So, jetzt will ich an einer Stelle wollte ich Sie nur fragen, weil wir sonst mit unserer schönen kleinen Talkshow, weil sie ja doch nur 90 Minuten ist, nicht durchkommen. Was ich total faszinierend fand, das habe ich aber nur bei Ihnen gelesen bis jetzt, das war, dass es bei Google mittlerweile für 190 Euro die Möglichkeit gibt, sie sein
seinen Gendatensatz screenen zu lassen. Oh, wow, das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe ja. Ich meine, bisher kannte ich Google Earth, ich kannte Google Mail, ich kannte alles Mögliche. Nee, das aber das ist, nicht ist das die, nicht so? Also das ist eine, also die Ehefrau eines der beiden Google-Gründer hat ein Unternehmen gegründet, die ehemalige Ehefrau, ganz korrekt, hat ein Unternehmen gegründet, das heißt 23andMe, und das ist ein ganz freundliches, nettes, Google-buntes Websitechen. Ja. Und da kann man dann herausfinden, was hat man für Erbkrankheiten, wo komme ich eigentlich her, was sind meine Vorfahren. Man schickt ihnen eine Speichelprobe, und das erste Investment in diese Firma, das erste große Investment, als diese Firma noch ganz klein war, das kam von Google. Deswegen wird es bei Google auch als Tochterfirma aufgeführt. Okay. Und deswegen hat Google auch Zugriff auf, was diese Firma macht. Und was man dort dann macht, ist, man gibt seine komplette genetische Information preis, schickt die sozusagen an Google. Und mit wahrscheinlich den persönlichen Daten auch noch? Das sind unsere Kerndaten, das ist unsere DNA, die wir da schicken. Ich meine schon, damit man weiß, okay, europäisch, weiß, kaukasischer Typ und so weiter. Ja, genau, aber das wird einem dann gesagt, und dann gab es ein ganz lustiges Experiment, und zwar hat eine NYT-Journalistin diese, es gibt in den USA mehrere solche Services, weil die Leute da sich oft fragen, wo komme ich her, und hat verglichen, was die einem dann so sagen. Diese Krankheitsprognosen und so weiter, das ist alles Müll. Das heißt, man bekommt für $190 nachher auf einem Fenster, kann man in seine Cloud reingucken, wo die DNA abgespeichert ist, auf den Servern von diesem Unternehmen, und kann dann sehen, du kriegst irgendwelche Krankheiten, kann sich Sorgen machen über Sachen, die man gar nie wirklich zu befürchten hat. Und ich meine, wir sind mittlerweile in einem Kapitalismus angekommen, der alles verwertet. Das passiert einfach gerade. Und wir tun so, als sei das ein reines politisches Problem. Es gibt Mechanismen, wie man Emojis, diese Emoticons, die wir versenden, wie man die mit Ortsdaten koppeln kann, um Gefühlszustände in Regionen zu ermitteln. Für Waffenhändler ist das eine super gute Information. Für Rosenhändler im Central Park auch. Wir gehen mal weiter. Da sind wir. Ja, aber was hat der Kapitalismus nicht mit Politik zu tun? Ja, eben. Also Entschuldigung. Wir haben, worum es gerade geht, ist, dass der Politik ist sozusagen die Fähigkeit entglitten, diese Unternehmen überhaupt irgendwie noch zu kontrollieren. Das ist, was wir erleben. Und wir, während diese politische Debatte, die ich interessant und sinnvoll finde, ja, und dieses Safe-Harbor-Abkommen, was er kritisiert hat, das ist wirklich der größte Witz überhaupt. Ja. Das finde ich super, dass diese Debatte läuft, aber wir müssen anfangen, das Ganze als wirtschaftlich-materielles Problem, das mit unserer eigenen Zukunft, und zwar materiell, ich habe keine Lust mehr von den Helden von Assange zu hören. Das ist mir alles zu hoch und zu abgehoben. Mir dreht es darum, ich habe als Journalist gesehen, wie ganze Industrien zusammenbrechen, Leute wegen des digitalen Wandels auf die Straße gesetzt werden, und ich möchte wissen, wie soll denn in Zukunft Geld verdient werden? Und jetzt entdecke ich als Ökonom, da haben es Leute geschafft, riesige Multimilliarden-Imperien aufzubauen, nur auf der Basis von Sachen, die es ohne mich nicht gäbe, nämlich meine persönlichen Daten. Und da habe ich mir gedacht, als Ökonom, als Einfacher, hey, wenn ich jetzt sage, das sind meine Daten und ich gebe die euch nicht mehr einfach so, wie ich das bisher mache, dann könnte ich vielleicht ein bisschen besser in Zukunft davon leben. Das müssen das aber ist das alle Modell, machen. Das ich woher vorschlage. Weiß man denn, dass sie sich an diese Gesetze dann halten oder diese Abmachungen? Das sind so keine weiter. Gesetze. Was ich vorschlage, nee, sind eben keine Gesetze. Sie können vielleicht, ich meine, da kann sich in Deutschland scheinbar kein Handel mehr ohne Gesetze vorstellen. Nein, aber selbst diese AGBs, was ich vorschlage, ist, so dass es Unternehmen gibt, die mir sozusagen eine Form von Box anbieten, durch die ich meine Daten rausverkaufen und auch verschließen kann. Das ist ein, ich verstehe, dass Sie da sozusagen als Mensch, der eine große technische Expertise hat, jetzt erstmal schnaufen müssen, ja. Aber das Internet ist von Menschen gemacht. Wir können das auch dem anpassen, wie wir leben wollen. Und ich schlage vor, dass wir eine unternehmerische Lösung finden, statt die ganze Zeit irgendwie zu versuchen, unsere Kontrollbehörden aufzubauen und so weiter. Das muss alles passieren, aber das ist zu langsam. Das hat sich ja die letzten Jahre gezeigt. Meine Damen und Herren, wir werden sicherlich einige interessierte Zuschauer haben, die jetzt darüber nachdenken, wie man so eine Box programmieren könnte. Auf mich sind Firmen zugekommen, die sowas gerade bauen. Okay, also warten wir einfach ab, bis die Box fertig ist. Danke Ihnen, Herr Grassegger. Ich möchte Ihnen noch Bert de Wild vorstellen, weil er sich nämlich mit einem Phänomen beschäftigt, von dem ich vorher auch dachte, na, ist das eigentlich wirklich, kann man das so bezeichnen? Aber in der Tat, er beschäftigt sich neben Überwachung vor allen Dingen mit anderen Schatten da, mit anderen Schattenseiten des Internets, mit Internetabhängigkeit. Eine Welt ohne Smartphone, Computer und Internet kennen Sie nicht. Sie sind mit dem Netz aufgewachsen. Die sogenannten Digital Natives, die Eingeborenen des World Wide Web.
Zeitung und Fernsehen sind out. Das Internet ist zum wichtigsten Medium geworden. Die neue Technologie birgt Chancen, aber auch Risiken. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind computer- und internetabhängig. Digital Junkies spielen 16 bis 18 Stunden am Tag, leben in einer virtuellen Welt. Sucht, Vereinsamung und Verwahrlosung sind die Kehrseiten des World Wide Web. Für das reale Leben bleibt keine Zeit mehr. Soziale Kontakte brechen ab. Ein Verhalten, das viele Familien in die Verzweiflung treibt. Einfach aufhören, das geht für Internetsüchtige nicht. Internetabhängigkeit kann jeden treffen. Immer mehr Menschen suchen Hilfe in einer Fachambulanz oder Klinik. Wie können wir unsere Kinder schützen? Und wie bedrohlich ist das Phänomen wirklich? Herr Zivild, was ich mich direkt gefragt habe, ich meine, Spielsucht kennt man ja auch analog. Ne? Leute, die irgendwie ihre ganze Existenz irgendwie im Casino am Roulette-Tisch lassen. Aber wo würden Sie die Grenze setzen? Wo sagen Sie, das ist jetzt eine Internetabhängigkeit? Also, als ich vor 12 Jahren damit angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich auch skeptisch, so wie Sie. Ob das wirklich eine eigenständige Erkrankung, eine Suchterkrankung ist. Aber tatsächlich, und das setzt sich auch international durch, ist es so, dass Internetabhängigkeit die Kriterien einer Sucht erfüllt, wie die Glücksspielsucht, die einzige Verhaltenssucht ist, die bisher anerkannt ist. Ja. Da kommt ja Geld vor allen Dingen ins Spiel. Geld spielt schon auch bei den Digital Junkies eine Rolle, also bei den Spielen, die abhängig machen können und den sozialen Netzwerken vor allen Dingen und beim Cybersex, das sind so die drei Hauptbereiche. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Belohnungssystem wird schon auf vielfältige andere Art und Weise angesprochen. Das kann man sogar neurobiologisch nachweisen. Und die Betroffenen, die zeigen nicht nur ein Suchtverhalten, sondern die haben auch genau die gleichen Folgeerscheinungen. Das heißt, die kümmern sich im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr um den eigenen Körper. Es gibt Menschen, die sind wirklich tot zusammengebrochen, weil sie 48, 72 Stunden zum Beispiel in asiatischen Internetcafés nichts anderes gemacht haben, als gespielt haben. Dann der zweite Bereich ist, dass soziale Beziehungen kaputt gehen, also Ehen gehen kaputt. Kinder haben keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden. Freundschaften überhaupt gehen häufig in die Brüche dann. Und das dritte ist der Bereich Leistung. Das betrifft die jungen Leute besonders die jungen Männer bei uns in der Ambulanz, die häufig aus allen sozialen Zusammenhängen, also auch aus Job, Ausbildung, Studium und so weiter rausfallen. Ja, sagen Sie, das ist so schwer, den Übergang zu merken, weil ich glaube, alle von uns kennen auch Leute, die ganz viel im Netz sind oder viel vorm Computer sitzen und irgendwie läuft das ja auch immer mit. Aber das ist immer schwer. Das ist bei Alkohol so. Ja, also wer hat sich das vielleicht bei denen, die anfangen zu rauchen, vielleicht denken, da kann ich jederzeit wieder aufhören und irgendwann ist es passiert. Das heißt, die Übergänge sind fließend und wir haben eine Trinkkultur in Deutschland, auf die wir wahnsinnig stolz sind, ist ja auch in Ordnung. Ne? Bier, Wein, das gehört zum Alltag dazu. Ist ganz schwierig wirklich für einen Alkoholiker, der trocken ist, noch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Mhm. Und wir haben eine digitale Kultur und die ist wichtig und die ist auch in größten Teilen gesund, keine Frage. Aber es gibt eben auch Opfer dieser Entwicklung, dieser digitalen Revolution und die kommen dann zu uns. Wie sind Sie da drauf gekommen? Saß eines Tages irgendjemand bei Ihnen in Ihrer Ambulanz und hat gesagt, ich kann den Finger nicht mehr von der Maus lassen oder wie war das? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich mit meinem Vater immer heftig auseinandergesetzt. Der hat immer gesagt, die Medien machen dumm und das Fernsehen verdirbt uns und so weiter. Ja, das kenne ich. Habe ich auch alles heimlich gemacht zu Hause. Und ich habe immer gesagt, nee, Papa, die Medien spiegeln doch einfach nur das wieder, was in uns drin ist, sowohl individuell als auch kollektiv. Und das hat dann doch eine ganze Weile gedauert. Ich habe mich immer für diese Wechselwirkung sehr interessiert. Und es ist einfach so, es sind Wechselwirkungen. Die Medien wirken auf uns zurück. Und das nicht erst seit dem Internet so, aber erst seit es das Internet gibt, können wir wirklich von der Medienabhängigkeit im pathologischen Sinne sprechen. Ist das vielleicht, ich habe mir so überlegt, vielleicht ist so einer der Gründe, warum man sozusagen so netzabhängig wird, weil es so ganzheitlich funktioniert. Also wenn ich jetzt in eine Spielbank gehe, kann ich da ja nur spielen. Aber im Netz kann ich auch einkaufen. Da habe ich sozusagen den Marktplatz, wo ich früher Freunde getroffen habe, der Schulhof. Das ist dann meine Social Platform, auf der ich bin.
Ich kann Sex haben. Das ist so, das kann so alle Bereiche des Lebens durchdringen. Jein, aber ich glaube ja, die Problemfälle, die konzentrieren sich dann auf wenige Plattformen wiederum, wo es dann problematisches Verhalten ist. Das heißt ja nicht, dass wenn ich irgendwie World of Warcraft-Abhängiger oder Cybersex-Abhängiger bin, dass zu meiner Sucht gehört, dass ich zwischendurch nur Online-Banking mache und mal kurz bei Spiegel Online gucke, was da passiert. Ich hab mir auch das ist auch in der Therapie so, ne? Also wir schauen darauf, von was genau im Internet sind die Betroffenen abhängig. Das sind diese drei Bereiche, soziale Netzwerke, Cybersex, Spiele vor allen Dingen, Glücksspiel und Shoppen. Durch diese unmittelbare Verfügbarkeit wird auch zunehmend virtuell als Verhaltenssucht irgendwie sichtbar, also Amazonism, Ebayism und so weiter. Auch gerade bei jungen Leuten muss man sagen, ist schon ein Problem. Es gibt durchaus Wissenschaftler, Davis zum Beispiel in den USA, der sagt ganz klar, es gibt auch eine General Internet Addiction. Diese Woche habe ich den ersten Patienten gesehen, der das wirklich aus meiner Sicht hatte, das muss man ganz klar sagen. Insofern, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig zu sagen, es gibt nicht sowas wie eine globale Internetabhängigkeit. Was hat denn der für Symptome, also der letzte jetzt? Der letzte. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht meine ärztliche. Ganz das ist nicht rückfahrbar. Das hat sich nicht unterschieden von den anderen Internetabhängigen. Also, dass es Probleme in der Beziehung gibt. Immerhin hat er noch eine, zwei gescheiterte Studiengänge, weniger Kontakt nach außen. Und häufig sind dann auch Begleiterkrankungen spielen eine Rolle. Die gibt es manchmal vorher, also Depressionen, Angsterkrankungen, ADHS. Aber die können sich auch erst im Verlauf entwickeln. Also dass sie richtig irgendwie komorbide Begleiterkrankungen auch entwickeln. Aber darf ich mal als Vater rückfragen? Wir hatten diese Debatten noch immer wie 18. Jahrhundert Lesesucht. Ja? Die Mädels lesen plötzlich alle Panik. Leute bringen sich um wegen Goethes Werther. Oder dann Comics, ganz gefährlich. Ja. Fantasy-Rollenspiele, die drehen alle. Ist das sozusagen, ich denke, es ist gut, über die Schattenzeiten zu diskutieren. Aber wo ist das sozusagen der Medizin? Befund und wo ist da schon wieder nur eine Art von, da, was die jungen Leute heute machen können? Fragt, wächst es sich aus? Das ist der Leidensdruck, ganz klar der Leidensdruck. Ne? Es ist so, bei Suchterkrankungen sind häufig erstmal diejenigen im Umfeld besonders betroffen. Ne? Also wenn jetzt Eltern hier sitzen würden von Internetabhängigen, die sich zuhauf bei uns melden, die würden sagen, nee, so einfach ist das nicht. Ne? Der ist ganz groß. Diejenigen, die dann irgendwann eventuell mit dem Druck von außen, von den Eltern, von den Arbeitsämtern, von den Schulen und so weiter sich bei uns vorstellen, die merken dann auch, was sie alles verloren haben. Die wachen auf und sind, wenn die dann abstinent sind, manchmal hochgradig depressiv, weil sie nur noch eine virtuelle Identität hatten. Und wenn sie aus dem Netz raus sind und wieder versuchen, analog auch zu leben, dann das sehr tief fallen häufig und richtig schwerst depressiv werden. Ich habe es erlebt, dass Patienten auch suizidal wurden, also versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Also da muss man schon vorsichtig sein. Und man zu der Frage, warum, da könnte man viel zu sagen, warum macht das Internet abhängig und das Fernsehen nicht? Ne? Also das Fernsehen versucht ja im Moment alles auch digital zu werden, auch indem irgendwie Tablet-Computer von irgendwelchen, ne? Also dass sie da überhaupt mit so analogen Karten sitzen, ist schon ungewöhnlich. Aber es ist ja manchmal ein bisschen albern, ne? Wie das Fernsehen manchmal auch den digitalen Medien hinterherhechtet. Und das ist, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte sagen, dass über das Cyberspace abhängig war, nur ganz kurz, das Fernsehen, es gab niemals fernsehabhängige Ambulanzen. Ja, es gab niemals, weltweit nicht. Ne? Es gab Studien dazu, man weiß, Leute, die viel Fernsehen gucken, neigen eher zu Depressionen. Aber wir haben jetzt allein in Südkorea 100, ich wollte jetzt nicht so viel Fernsehbashing machen hier, aber 100, allein in Südkorea 100 klinische Einrichtungen für die Behandlung von Internetabhängigen. Wir haben das in ganz Europa, wir haben das in den USA, wir haben das in England, wir haben das in anderen asiatischen Ländern. Also zu sagen, das ist einfach nur ein Epiphänomen und das wird sich auswachsen, das ist echt gefährlich aus meiner Sicht. Sind das dann auch manchmal Eltern, die sagen, ich komme einfach damit nicht klar, dass meine Kinder da die ganze Zeit vorm Computer sitzen? Und weil ich mir nicht anders zu helfen weiß, ab in die Ambulanz, obwohl vielleicht das Krankheitsbild einfach... Es gibt übereifrige Eltern und dann schicken wir auch schon mal Patienten nach Hause und sagen so, sie haben vielleicht ein bisschen Internetmissbrauch, aber jetzt Vorsicht, das sollten wir nicht zu sehr pathologisieren. Dann geben wir Ratschläge, quasi Prävention, ne? Was kann man tun, damit es nicht wirklich eine ausgewachsene Sucht wird. Und dann freue ich mich. Es sind aber ehrlich gesagt die seltensten. Also, ist es nicht so, dass wir heutzutage alle irgendwie auch digitale Wesen gleichzeitig sind? Also durch all das, was sich sozusagen abgebildet hat von uns im Netz, ich bestehe zur Hälfte aus Bits und Atomen, finde ich. Und ich bin als Entität sozusagen, ein Teil von mir ist einfach dauernd irgendwie oder ist online dauernd repräsentiert. Und das nimmt ja auch noch weiter zu durch die Smart City, Smart TV. Also überall bin ich konstant verbunden. Mein Kühlschrank weiß vielleicht, was ich so konsumiere, wann man kaufen muss.
Und wie sieht es denn aus in so einer nah zukünftigen Welt, in der sozusagen wir alle ständig dauernd online sind über alle unsere Umgebung? Ist es nicht ein reines Phänomen von einer Zeit, in der das Internet noch ein separater Raum ist? Das hört doch jetzt eigentlich auf. Also Die Menschen können ja nicht uns völlig digitalisieren. Wir können nicht alle Menschenprozesse digitalisieren. Und die Frage ist ja, sind wir noch Herr oder Frau unseres eigenen Lebens? Ne? Ja. Sie sind das vielleicht noch in dem Moment, die Patienten, die zu uns kommen. Ihre sozialen Fähigkeiten wirken noch gut. Sie sind wirklich abhängig. Sie dienen da dem Internet, wenn man so will. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem. Wenn wir uns als Menschheit entscheiden, wir wollen so weit wie möglich umziehen in eine digitale Welt, also wie eine Matrix, ne? Also im Film Die Matrix, wenn das unser Wunsch ist, dann brauchen wir über individuelle Internetabhängigkeit nicht mehr zu reden. Ich persönlich stehe eher dafür zu sagen, wir brauchen, wie Sie sagen, zwei Standbeine in der realen und in der virtuellen Welt. Deswegen ist dieser Begriff Digital Immigrants eigentlich auch viel schöner als Digital Natives. Immigranten sind Menschen im besten Fall, die in zwei Kulturen, in zwei Welten leben können, mit zwei Sprachen. Und dafür würde ich jetzt stehen, zu sagen, Sie offensichtlich auch, wenn Sie sagen, zur Hälfte lebe ich schon digital, aber viel mehr wollen Sie vielleicht auch nicht. Und dafür würde ich plädieren, dass wir sagen, hey, wir können nicht alles digitalisieren, wir sollten auch nicht, was wir die Fehler der industriellen Revolution machen. Ja, wir haben unser Klima nachhaltig zerstört, beziehungsweise sind fast dabei. Wir haben ein geistiges Klima. Und das geistige Klima sollten wir nicht genauso zerstören. Und das hängt ganz klar mit Medien zusammen, auch mit den analogen Vorläufermedien. Das war unser Schlusswort, liebe Gäste, zu Hause und hier und auch in der Runde. 90 Minuten sind einfach zu wenig für so ein Thema. Ich danke Ihnen fürs Kommen hier. Ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Auch meinen Gästen hier für die Diskussion. Nächste Woche gibt es wieder einen Westar-Talk. Der Kollege Holger Neulze wird dann da sein und sich mit einem genauso interessanten Thema beschäftigen, nämlich verdirbt Geld den Charakter. Machen Sie es gut bis dahin und Westar nächste Woche wieder. Tschüss.